Going Medieval, ein echter Geheimtipp eigentlich. Denn dieses Spiel, das begeistert von vielen Leuten gespielt wird, sind eigentlich doch gar nicht so viele Leute und auf Steam hat es kaum Reviews, aber die sind dafür sehr positiv. Ein Spiel, bei dem wir in einer, naja, nach einer Pest eine Siedlung aufbauen müssen, etwas von Rimworld-Allüren, bei dem wir mit ein paar Leuten einfach irgendeine Siedlung hochziehen lassen müssen und survivalen, also überleben müssen, und aber gleichzeitig ein wunderbares Burgenbausystem haben, das wir uns gerne einmal anschauen wollen. Ihr seht im Hintergrund, dass hier schon ein kleines Dörfchen, eine kleine Festung, sagen wir mal, aufgebaut ist. Und zwar aus dem Grund heraus, dass wir heute mal Richtung Midgame und Late-Game schauen wollen. Lohnt sich denn Going Medieval überhaupt, wenn man es länger spielt? Ist das denn etwas, worauf ich überhaupt Lust habe? Das ist ja auch was, was wir uns sowohl auf Twitch und als auch hoppala, auf YouTube anschauen müssen. Ist das denn das Richtige für mich, wenn ich auch bauen möchte? Ich spoiler mal so viel. Ja, wenn ihr bauen wollt, dann ist das hier ebenfalls ein Spiel, das ihr definitiv nicht vom Schirm lassen solltet, das ihr euch genau anschauen solltet, bei dem ihr genau gucken solltet, wie schön kann ich denn hier drin bauen. Wir wollen heute nämlich eine riesengroße Burg bauen. Ob wir die jetzt aus Holz bauen oder nicht, das ist jetzt mal dahingestellt. Damit ihr kurz abgeholt seid, was ich hier überhaupt gebaut habe bislang. Wir haben hier einen Wachturm, der aus Stein gebaut ist. Hier oben, das, was ihr hier seht, das sind so Blaupausen, die noch gebaut werden müssen. Ich schalte mal kurz durch die Ebenen durch. Hier ist unser Gebäude, in dem die Leute schlafen. Unten haben wir so eine kleine Bücherei, bei der wir unsere Forschung betreiben. Oben drüber sind dann die Betten, so wie es dann höher geht und hier oben nochmal ein Turm ist. Hier hinten wird eine Terrasse gebaut und wir haben auch eine Mine. Diese Mine, die ist hier unten drin. Da können wir dann jederzeit reingehen und da nochmal ein bisschen Dreck herausholen. 5 Überlebende haben wir derzeit. Mit 3 Leuten haben wir angefangen, mit Belrea, mit Krischi und mit Chetite. Und Edaniana und Big Ben sind durch Events dazugekommen. Wir haben den ersten Kampf hier drin auch schon einmal abgehalten und haben angefangen, Menschen zu fressen. Durch Zufall natürlich. Hier drüben ist unsere Küche, da machen wir so ein paar Leckereien, stellen wir dort her und ja, das ist es eigentlich, wo wir uns bislang befinden. Ich kann euch sagen, das hier ist ungefähr so 4 Stunden, 5 Stunden Gameplay, würde ich jetzt erstmal so schätzen. Dann befindet ihr euch in diesem Bereich, in diesem Terrain ungefähr. Ja, damit ihr auf YouTube jetzt definitiv wisst, was euch hier drin denn erwarten wird. Ich lasse jetzt einfach mal die Zeit weiterlaufen, wobei, Logos Bastian, danke schön für dein Follow. Lasst uns mal kurz auf die Steuerung eingehen, damit alle wirklich abgeholt sind zu dem Zeitpunkt. Und der Keller, das ist ja auch gleichzeitig die Mine, da ist der Keller auch mit bei. Wenn wir nämlich jetzt mal runtergehen, dann haben wir hier ganz rudimentär erstmal Lagerräume eingerichtet. Warum Lagerräume? Ganz leicht erklärt, unter der Erde, da kommt erstens kein Sonnenlicht dran und zweitens haben wir dadurch auch eine geringere Temperatur, weil wir im Gestein drin sind, wodurch sich die Sachen deutlich länger halten. So, wo kommt der Keller her oder hin oder läuft er voller Wasser? Ne, der läuft nicht voller Wasser. Hier haben wir eine Palisade gebaut, damit wir uns verteidigen können. Einmal ein ganz kurzer Abriss über das, was hier überhaupt möglich ist. Die Steuerung kennt ihr vielleicht aus Rimworld. Also wir haben hier die Tätigkeiten, die wir priorisiert von links nach rechts angeben können. Von 1 bis 5 einmal, was wir hier alles machen können. Wir haben einen Terminplan, wo wir sagen können, von wann bis wann sollt ihr arbeiten und von wann bis wann sollt ihr Freizeit haben. Und wir sehen hier also Big Ben. Faul bist du, Big Ben. Hier nicht mal arbeiten. Das sind mir die richtigen. Wir sehen Verwalten, dass wir denen Waffen geben können, Kleidung geben können oder was überhaupt die essen dürfen oder eben nicht. Ich glaube, die dürfen auch Kannibale sein, ne? Ja, dürfen die auch. Okay, das passt ja super für uns. Wir haben eine Übersicht über unsere gesamten Ressourcen, unsere Tiere, die wir auch haben und unsere Wildtiere. Bananenbob, dankeschön für deinen Follow. Und wir haben hier auch eine Forschungsübersicht. Das hier ist die gesamte Forschung. Die sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick wenig aus, ist sie aber gar nicht. Vor allem, weil wir dafür halt hinterher die Bücherei brauchen. Also das hier. Hier unten werden Bücher geschrieben. Diese Bücher werden dann in die Regale reingepackt. Wenn die Regale abfackeln oder jemand diese Bücher zerstören sollte, ist unser Wissen weg. Wollte ich nur mal nebenbei erwähnen. Wir werden hinterher noch schaffen, in eine neue Region reinzukommen. Und hier unten unter meinem Bild haben wir das Baumenü. Mal gucken, ob ich das hier irgendwo... Oh, warte mal, ich setze mal meine Kamera ein bisschen rüber. Setze sie mal hier hin. So, da sollte die nicht... Da sollte die nicht stören, hoffe ich jetzt einfach mal in dem Zusammenhang. Genau. Hier unten haben wir unsere Befehlsmenüs. Jo, mehr brauchen wir jetzt gerade nicht. Aktivitäten für Müßiggang. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir vielleicht irgendwo mal so einen kleinen Schrein herbekommen. Das ist der letzte Schrein bei uns. Versteht ihr, weil... ne? Jetzt müssen wir nur gucken. Es gibt 2 verschiedene Religionen hier drin. Wunderschönen guten Morgen, alle. Es gibt 2 verschiedene Religionen hier drin.
Du wirst eine Vorburg bauen müssen, wo du Felder anlegen kannst und diverse Werkstätten bauen kannst. Ja, das können wir ja je hinterher machen. Jetzt gerade haben wir ja noch ein bisschen Platz. Wir müssen hinterher schauen, welche Religion die angehören wollen. Ich würde sagen, wir bauen den Schrein, den letzten Schrein, nochmal hier unten rein. Dann können die doch hier drin eigentlich beten, wenn sie wollen. 80 Holz. Wie viel haben wir? Hier drüben sehen wir unser Holz. Wir haben 22. Nee, das ist Leder. Das ist Leder vom Menschen. Frag nicht, warum wir Leder vom Menschen haben. Keine Fragen bitte an der Stelle. Dankeschön. Ja. Ne? Wir bauen den mal hier rein, den Schrein. So. Bisschen kriegerisch dann unterwegs. Lacrusa und Paul Bull, einen wunderschönen Morgen an euch. Hammerwirkung. Hallo. Und dann wollen wir mit denen überleben. Was haben wir denn jetzt? Forschung verfügbar. Dekorative Banner oder dekorative Strukturen? Wir lassen das mal ein bisschen weiter laufen. Weil nur dekorative Banner oder dekorative Strukturen würde ich jetzt erstmal nicht nehmen. Da will ich erstmal die anderen Sachen holen, zum Beispiel ein Krankenbett. Was ein bisschen schade ist, manchmal ist es doch ein klein wenig unübersichtlich, wenn man hier durchschaltet. Wo kommt das Menschenleder her? Ich hab doch gesagt, frag nicht. Es muss nichts angebaut werden an Lebensmitteln. Der Ranger ist doch Kannibale, er bräuchte höchstens eine Menschenfarm. Hallo, das war das in der Not geboren, mussten wir uns da etwas zurechtschustern, ja? In der Not geboren. So. Hier unten die Palisade, die läuft. Slang Olli, grüß dich. Das hier ist geschützt, das heißt, wir sind jetzt erstmal überall geschützt. Jetzt ist die Frage, ob wir die hier hinterher, die werden wir auf jeden Fall nicht schlachten, ob wir da hinterher nochmal ein bisschen Milch rausbekommen können. Lieber das Spiel so sehr, aber ich baue leider symmetrisch, was mir authentisch die Authentizität wegnimmt. Ja, gut, das glaube ich, ne? Menschen, Menschen, Menschen. Und hier wollen wir dann hinterher unsere wunderschöne kleine Terrasse hinbauen. Ich hoffe, dass wir das auch noch schaffen. Titan Murdoch Baufertigkeit nun auf Stufe 19. Okay. Das sieht ja super aus. Was haben wir denn hier forschungstechnisch? Wir haben den Hang noch freigeschaltet. Ja, wir haben nämlich jetzt Terraforming auch freigeschaltet. Das müsst ihr nämlich hier mit separat dran bauen. Leitern gibt es ja nicht. Die sollen ja irgendwann erst kommen. Das ist ja ganz gut für uns. Wir werden jetzt erstmal Verteidigung hier oben. Die Zinnen werden wir nochmal ein bisschen verbessern. Und zwar in der Form. Ach Gott. Ey, eine Woche nicht gespielt, nee, zwei Wochen nicht gespielt. Oh Gott, jetzt zwei Wochen nicht gespielt und schon komplett vergessen, wie man hier die Dinger dreht. So. Dann machen wir den hier. Und den können wir nämlich auch ändern, dass der hier so eine Ecke macht. Die Burg mit unserer Ecke, die Ecke mit was drin. Ich komme rein, Menschenleder, schauen, ob wir nachher schlachten und Milch rausbekommen. Nett hier. Ja, nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja. Das sieht aus, als wenn er durch die Luft kraxeln würde. Tut er natürlich nicht. Hier oben ist noch... hier ist noch ganz, ganz viel. Hier ist noch ganz, ganz viel. Okay, also, das hier ist unser Hauptgebäude. Wir müssen mal schauen. Ja, da lebe ich. Ja, guck mal. Ha, siehste? Siehste? Hier haben wir unseren Waffenständer. Klebt auf, verdammt. Und hier haben wir auch noch ein paar provisorische Betten für die Leute, die neu hinkommen. Aber waren sie schon mal in Rustalot? Hier unten können wir noch ein Gebäude reinsetzen. Und wenn wir jetzt nochmal hier höher gucken, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Betten. Das heißt, auch hier oben sind jetzt erstmal alle gut versorgt mit Betten. Es müsste noch so eine Zwischenstufe geben hierfür. Weil sonst ist das ein bisschen Flarala, Dankeschön für dein Follow. Weil sonst ist das jetzt so ein bisschen hier, ja, komm ich heute nicht, komm ich morgen, nicht wahr? Schätzchen. Da sieht man nicht richtig, was da drüber ist. Lass uns nochmal eine Stufe höher gehen. Aber immerhin ist es so, dass dieses Dach hier fertig ist. Und dann müssen wir nur noch schauen, was wir da oben hinbauen wollen. Nino, moin. Mal sehen, wie lange das noch steht, wenn die Katapulte kommen. Ja, das dauert ja noch ein bisschen. Wir sind ja gerade erstmal am dritten Tag. Das ist also noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Gucken uns mal das Overlay der Räume an. Weil wir haben nämlich ein Problem. Das hier zählt als Gemächer. Das hier zählt aber nicht als Gemächer. Aber warum nicht? Und das hier zählt auch nicht. Gut, da ist keine Decke drüber. Dach ausblenden könnte helfen. Oh. Stimmt. Ja, möglicherweise ist das der richtige Weg. Ah, da drüber wird noch was gebaut. Na gut, dann warten wir noch ein bisschen. Der Schmelzer deine Seele streichelt. Der Schoko-Ranger. Hata und Nino, moin, grüßt euch. Hallo.
Das war mal ein sinnvoller Tipp. Das war auf jeden Fall ein sinnvoller Tipp. Das war auf jeden Fall ein sinnvoller Tipp. Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet in dem Moment. Dorfbewohner sind erschöpft. Forschung ist verfügbar. Wir könnten eine Schneiderin jetzt holen. Mit denen könnten wir uns ein paar Sachen zusammenpacken. Lehmziegel, Steinblöcke schneiden vielleicht noch. Oder Holzwaffen. Wir werden mal Tisch für Holzarbeiten, Bogenbauertisch. Dann würden wir immerhin bessere Waffen hinterher bekommen und auch Pfeile fertigen. Kartografie, das brauchen wir hinterher, um weiter rauszukommen. Wir haben hier einen Steinmetztisch. Lehmziegel könnten wir uns vielleicht noch sonst holen. Oder wir holen uns die Schneider. Schneider für Rüstungsmacher. Serverpatcherei am Wochenende, um Gottes Willen. Viel Spaß im Lurk. Wir holen uns erstmal die. Wir holen uns die. Ja, wir holen uns die Holzwaffen jetzt in dem Fall. Nicht genügend Betten. Weil die hier oben noch nicht schlafen wollen. Wir sollten das hier auf jeden Fall mal priorisieren. Wir brauchen dafür noch ein bisschen Heu. Wir brauchen dafür noch ein bisschen Heu. Wo kriegen wir denn jetzt noch Heu her? Wenn wir hier das hohe Gras abfarmen. Das werden wir also als nächstes machen. Da holen wir uns das Gras jetzt einmal her. Hotte, einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Schneider ist wichtig. Niemand mag im Winter frieren. Ach, aber wenn du einen Holzspeer hast, dann kannst du den ja werfen und dann kannst du dir damit warme Gedanken machen. Ja, also muss auch ein bisschen flexibel hier sein. Aber warum kümmert sich denn keiner um die Ziegen? Da sollte doch eigentlich auch jemand jetzt anfangen. Tierhaltung. Nämlich Elaniana. Elaniana ist die beste Person, wenn es um Tierhaltung geht. Und Tierhaltung geht jetzt hoffentlich gleich mal los. Heiß im Tag. Bier ist wichtig, sonst verdursten die Leute. Fleisch ist auch wichtig. Haben wir noch irgendwas, was wir dafür benutzen können? Nö. Aber da könnten wir nochmal hinterher ein paar Sachen reinbauen. Zum Kochen nämlich zum Beispiel. Das nehmen wir mal weg. Schlachtbank, Lagerfeuer. Hier die Fermentierungsanlage. Die brauchen wir noch da drin. Die können wir auch da reinpacken. Die setzen wir uns hier in die Ecke. So. Genau, wegen Kälte einfach mehr bewegen. Bist halt ein richtiger Chef. Genauso sieht's aus. Kaizen, grüß dich. Kleidung aus Menschenhaut und Haar soll sehr warm halten. Sieht so ein bisschen aus wie, ach, wie hieß es denn nochmal, der eine Film? The Hills Have Eyes, war das der? Flubber, moin. Wird Zeit für einen Überfall. Ja, wenn die jetzt vielleicht mal den Ziegen auch mal ein bisschen. Also, Ziegen geben schon Milch, ne? Hier, ja. Warum heißt die Ziege Lemmy? Lemmy, hast du beim letzten Mal gesagt, du wolltest eine Ziege sein? Gut, das erklärt natürlich einiges. Def, def. Def, def. Protokolle anzeigen. Gut, wenn die Milch jetzt bei 100% ist, werden sie es wahrscheinlich rausholen, ne? Es gibt auch extreme Wetterlagen, sowohl zu heiß als auch minus 30 Grad. Das werden wir auch überleben, ne? Aber jetzt noch nicht zu viel spoilern, nicht, dass wir dann hinterher dadurch sonst einen erleichterten Start haben in dem Moment. Mögen es doch nicht, wenn sie festgehalten werden. Da mögen sie es, wenn sie da festgehalten werden. Ich wollte gerade fragen, wie sind die da hochgekommen? Können die in das Loch fallen und uns von unten angreifen? Das ist die nächste Frage. Oder können wir uns auch selber anfangen zu essen? Das wäre vielleicht auch noch was. Leitzer, ich grüße dich. Hallo. Wir könnten uns auch selber essen. Ja, vielleicht machen wir das auch. Bogenbauertisch. Dessen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Wir müssen uns auf jeden Fall erweitern, weil wir können ja nicht die ganze Zeit in die Höhe gehen. Wir wollen hier ja nicht New York City nachbauen, sondern wir wollen ja, wir wollen ja auch ein Dorf bauen, ne? Ist noch im EA oder jetzt raus? Das ist noch im Early Access. Ich glaube aber nicht mehr, dass es allzu lange dauern wird, bis sie es rausbekommen. Oswolf, moin. Das war auch gerade mein Gedanke. Du baust einen Tunnel in deine Burg. Können die runtergehen? Also, die können ja nicht hochklettern. Können die Gegner runterklettern und dann von unten angreifen? Was haben wir denn hier unten? Hier haben wir Eisen noch. Eisen, Eisen, Eisen. Nö? Na gut, dann. So. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Wir haben ja angefangen, hier unten Holz hinzupacken. Hast du Noble Fates auch mal ausprobiert? Oder würdest du das in einem Aufbau, Aufbau Sonntag meinst du? Aufbau Sonntag mal anspielen? Noble Fates habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Pack das sonst gerne mal auf Discord drauf, weil du hier leider keine Link oder weil ihr keine Links hier leider posten könnt. Hab ich noch nie gehört. Mit Ebenen verschiedene Tätigkeiten. Das soll hier so ein bisschen sein. Allerdings habe ich das Gefühl, ich würde das eher so lassen hier.
Und dann könnten wir hier nach vorne gehen. So ein bisschen die Vorburg, die ihr gerade schon erwähnt habt. Die wir dann einmal hier querziehen. Hier erhöhen wir das Ganze. Dann gehen wir auf ein Plateau hoch. Ah, wobei, wenn wir eine Vorburg machen. Wir könnten hier Felder anlegen. In der Art von einer Vorburg. Also wir könnten hier nochmal... Ja, das machen wir. Das machen wir. Ich habe eine Idee. Wir machen es folgendermaßen. Wir nehmen die Holzwand und werden die Holzwand hier reinziehen. Hierhin. So. Und werden diesen Bereich dann nutzen für unsere... Ja, für alles. Also zum Beispiel für Felder. Das Problem ist nämlich hier, diese Felder sind einerseits zu gering und andererseits die Sonne, der Stand der Sonne hat einen Einfluss darauf. Und der Schatten verringert das Wachstum bei Pflanzen, auf die der Schatten draufknallt. Also die hier wachsen langsamer als die daneben. Hoppala. Hier. Die sind ja 70%, 8,3. Ja gut, die sind unterschiedlich geerntet worden. Und ich weiß, dass wir daraus auch Samen hinterherholen können. Ja. Warum sieht denn der Kohl da so komisch aus? Komm aus Kohlblumen raus! Sir Firsty, einen wunderschönen guten Tag. Und Flitzteufel, moin. Nur mit mehr Beziehungen zwischen den Pawns. Es gibt noch so einige. Ich würde auch gerne mit euch, nachdem wir auch Norland angeschaut haben, nochmal gerne Richtung Clanfolk schauen, wie sich Clanfolk so entwickelt hat in letzter Zeit. Und ich überlege ja die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht, ob das genug Leute entweder auf YouTube oder auch auf Twitch interessieren würde. Da müsst ihr mir jetzt helfen auf Twitch. Da müsst ihr mir jetzt helfen. Und zwar die wichtigste Frage überhaupt. Würde es euch interessieren, mal ein Stream in Dwarf Fortress zu machen, trotz der Grafik, die da drin ist? Gebt mir dazu gerne mal auf Twitch Resonanz. Entweder mit einer 1 oder mit einer Ja, mit einem Ja oder weiß ich nicht was. Ich muss mal eben kurz hier meine Nase schneuzen. Die Steam-Version ist doch gar nicht so hässlich. Ja, ich finde die auch nicht so hässlich. Ich mag den Grafikstil davon auch, aber er ist halt sehr speziell. Weil da ist halt ein Püppchen, ne, die keine Animation oder ähnliches. Berghang, Bergland, Marsch etc. Ich spiele Berghang, ist das hier. Berghang spielen wir. Ich würde nämlich auch gerne mit euch mal, und jetzt haltet euch fest, vielleicht werden da manche sagen, um Gottes Willen, aber ich spiele es tatsächlich sehr gerne und es hat ein neues Update bekommen. Ich würde gerne mit euch, oh, traue ich mich das zu sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich würde gerne mit euch Stardew Valley einmal spielen. Ich mag das Spiel wirklich. Ich mag das Spiel wirklich und ich habe es seit Jahren nicht mehr gespielt und habe gesehen, dass ein neues Update rausgekommen ist bei Peetsmeet. Stardew Valley ist ein wunderschönes Spiel. Galt ja damals bei Release als eines der besten Spiele sogar. Mal, muss ich jetzt mal kurz gucken. Ich erzähle jetzt keinen Unsinn hier. Stardew Valley. Ne, da ist es. Stardew Valley. Ah. Oh. Ja, doch. Das könnte auch was für uns sein, weil also äußerst positiv. 98%. Hier, ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Das hier ist Stardew Valley. Ist ein bisschen. Ach, wie hieß das Spiel von früher nochmal? Das sind nur die PC-Version selbst gedacht dann in dem Falle. Da drin haben wir quasi unseren eigenen Bauernhof, den wir bewirtschaften müssen. Kann auch eine Tierfarm sein oder ähnliches. Und jetzt haltet euch fest, 565.373 Reviews, 98% positiv. 98%. Schnudelhube, hi, grüß dich. Harvest Moon, genau das meinte ich. Harvest Moon war das. Erinnert an Pokémon. Ja, grafisch vielleicht ein bisschen, ne? Traveler's Rest habe ich auch mal gehört. Ist das dann auch unter dem Radar? Ja, das ist dann die unter dem Radar-Fraktion, genau. Ein paar Felder für Samen lässt, sonst hast du bald keinen Kohlsamen mehr. Ich wollte das hier draußen machen, deswegen hoffe ich, dass wir jetzt gleich hier das Holz mal hier hingehauen bekommen. Wir müssen dafür aber noch ein bisschen uns dran halten. Steuerwert, einen wunderschönen guten Morgen.
ist ein Spiel, bei dem das viel Zeit braucht und bei derzeit, die du spielen widmen kannst, willst, kannst, kannst du da oben an dem Spiel. Da hast du natürlich recht, aber ich würde das so machen, wir haben ja häufiger mal zwei Streams. Das hier zum Beispiel, Going Medieval, ja, auf YouTube erfahrt das eher weniger, aber hier auf Twitch, das ist der zweite Stream, den wir hier zu dem Spiel machen, weil solche Spiele, die ich sehr gerne spiele und die euch auch sehr interessieren, und ich glaube, das ist bei Going Medieval der Fall, weil ich glaube, wir haben hier 10 Zuschauer insgesamt, die sich das Spiel gerne anschauen, da können wir auch mal ein, zwei Streams machen. Also ich bin auch ein bisschen von der Resonanz von euch, ne? Wenn wir jetzt natürlich Stardew Valley spielen und dann gucken 5 Leute nur zu, dann sehe ich ja, dass es euch nicht interessieren würde. Und mein Geschäft ist ja, euch zu unterhalten. Ne? Heute sind wir mal mehr. Heute sind wir 12 Leute. Ach Gott sei Dank, heute haben wir 12 Leute geschafft. Ich würde mal gerne wissen, ob manche Zuschauer auf YouTube wirklich glauben, okay, der hat nur 10 Zuschauer. Hä? Warum macht der denn hier so die Welle, dass er so ein Content Creator ist? Alleine kommen schon auf 13. Na gut, dann halt 13. Bin wegen Ranger hier. Warst du gestern da? Ich glaube, du warst gestern da, ne? Du warst, glaube ich, im Arbeitslurk, wenn ich mich nicht erinnere. Bobby Killer, grüß dich. Verarbeiten. Aha! 10 Zuschauer ist vermutlich schon eher oberer Durchschnitt bei Strategie. 10 Zuschauer ist tatsächlich nicht wenig, muss man sagen. Das vergessen wir, glaube ich, häufiger. Wir vergessen auch häufig, wie groß schon Leute sind, die 50 oder 100 Leute im Durchschnitt haben. Das vergessen wir wirklich. Das finde ich sehr schade. Ich muss mich aber auch dazu zählen. Ich leide selber unter dieser Content-Creator-Krankheit. Nehmen wir mal das Beispiel von gestern. Ich meine, das ist ja das Schöne. Bei dem Spiel kann man ja auch mal so ein bisschen einfach genießen lassen, was hier so passiert. Und einfach mal so ein bisschen, während wir Felder ziehen. Wir ziehen in der Zeit Felder. Lass uns das mal so machen. Man kann hier ein bisschen... Ja, so viel dazu. So, Hohlfeld. Warte mal, jetzt will ich mich nicht vertun, bevor ich mich jetzt hier... Wir brauchen Samenfelder, oder? Wo war das nochmal? Was brauchen wir nochmal dafür? Wie machen wir nochmal die Samenfelder daraus? Ein Wehrturm mit Übergang müssen wir noch überlegen. Wir haben viele Bauprojekte mit Holz, ich weiß. Ich weiß. Wie machen wir das nochmal mit den Samen? Schneiden wäre das, oder? Also wir müssten beispielsweise hier drauf klicken und dann sagen, wir wollen den schneiden, ne? Ja. Okay. So, auf jeden Fall, während ich jetzt hier die Felder lang ziehe, worum es geht, ist, vergesst ja häufig auch selber, wie viel die Zahl ist, die wir hier haben. Ich meine gestern zum Beispiel, gestern nur mal so als ganz kleines Beispiel hier an der Stelle, hatten wir 400 Leute im Schnitt. Bei Dragon's Dogma 2. 400 Leute. Das ist jetzt für Ranger. Ranger hat so einen Durchschnitt von 600 Leuten. Übers Wochenende sind es mehr, unter der Woche sind es ein bisschen weniger. Das ergibt dann insgesamt so einen Schnitt von 600 Leuten. Dann, warte mal, das war jetzt Kohlfeld. Wir wollen Rübenfelder jetzt auch noch bauen. Dann kommt man natürlich darauf, okay, das waren jetzt 200 weniger, als es sonst sind. Wobei, das gestern ist klar, das war ein anderes Genre, das war eine Zeit, zu der viele noch arbeiten sind. Das ist eine Zeit, zu der ich gar nicht so häufig online bin und es war von mir nicht großartig angekündigt. Also das geht jetzt nicht darum, warum waren da so wenig Leute da, sondern ich vergesse, oder das geht auch vielen anderen Content-Creatern so, mit denen ich rede und Content-Creatorin, dass wir den Zusammenhang dann vergessen, wie viele Leute 400 sind. Vor allem jetzt mal in so einem Zusammenhang von wegen, die 400 haben wir gehabt, während da riesengroße Leute drin sind. Hand of Blood,
Betashi. Die haben zusammen schon 15.000 Leute. Dann Maurice ist noch da drin gewesen. Das ist auch nochmal 2.500 Menschen. Da war Divi noch mit drin in dem Spiel. Dirty Devil beispielsweise auch. Und wir waren, glaube ich, Top 5 oder Top 6 Streamer in so einem Hype-Spiel. Das ist etwas, was man da eher bei beachten muss. Aber wir Content Creator machen uns da häufig diese Zahlenkrankheit dann daraus, was nicht so gut ist für unsere Mentalität, muss man auch sagen, weil das geht halt dann auf, ne, auf die gesundheitliche, auf die psychische Ebene dann in dem Fall. Und da müssen wir uns, das müssen wir uns viel häufiger wieder reinholen. Also wieder mal vor die Augen rufen. Wie sagt man dazu? Ihr wisst, was ich meine. Dass das enorm hohe Zahlen sind. Ja. Dass das enorm hohe Zahlen sind. Weil der Großteil, ich glaube, der Durchschnitt auf Twitch sind, also der Durchschnitt über alle Menschen gemessen, über alle Content Creator gemessen, sind, glaube ich, 3 Zuschauer pro Stream. Leg die Felder lieber in Streifen. Es gibt Ereignisse, die die Felder killen. Ich wollte eigentlich immer so nach zwei wollte ich immer so einen Abstand machen. Nicht zu viel verraten, nicht, dass ich hinterher dadurch ein leichteres Spiel habe, ne? Sonst habt ihr nichts zu lachen hinterher. Wie fandest du Dragon's Dogma 2? Ich finde es sehr gut. Ich habe es gestern auch noch privat weitergespielt. Ist ein sehr schönes Zahlen. Sehr, sehr schönes. Ich habe gerade bitte keine Zahlen im Stream. Was? Ach so, wahrscheinlich Zuschauerzahlen in dem Moment. Was wollte ich jetzt sagen? Sehr schönes Spiel, ein Oldschool-RPG. Muss man sich halt drauf einlassen. Nix kannst, aber das richtig grüß dich, hallo. Zugucker, grüß dich, einen wunderschönen guten Morgen. Wie willst du zu den Feldern kommen? Wir werden hier einen Durchgang hinterher machen. Ich will den Durchgang nur noch nicht reinziehen, bevor die Mauer nicht fertig ist. Falls hinterher nämlich irgendwas nach hinten losgehen sollte oder so. So, nicht genügend Betten. Das wird sich dann hoffentlich jetzt gleich mal ändern. Geisterfuchs, moin. Aber wir haben wieder verfügbare Forschung. Da holen wir uns dann als nächstes die Schneiderin. Niedrige Nahrungsreserven. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen nachsetzen. Welche Karte ist das? Berghang ist das. Berghang. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den Seed noch einmal geben kann. Hier. Hier ist der Kartenseed. Warte, ich schreibe euch den einmal rein. 114 267 6907. Vielleicht können die Moderatoren den irgendwie mal schön in der Nachricht verpacken und anpinnen. Das wäre, glaube ich, mal was. So. Felsbrückchen, Dankeschön für dein Follow. Es wird markiert, das kann man einstellen, wann geerntet werden soll. Entweder mit viel Ertrag oder später mit mehr Samen. Echt? Wo mache ich das denn? Hier. Ah. Ja, da wollen wir natürlich Samenbildung schaffen. Sehr cool, okay. Dankeschön. Fuzzi, hi. Was ich zu den Negativschlagzeilen zu Dragon's Dogma 2 sage, ist auch noch gerade gefragt worden. Recht leicht erklärt. Ich kann es verstehen. Ich finde es auch nicht geil. Die Entscheidungen, die dort getroffen wurden, wir machen schon mal so einen kleinen Weg hier durch. Die Entscheidungen, die da getroffen wurden, die DLCs sind absolut unnötig und eine Geldmacherei. Ist halt an den japanischen bzw. asiatischen Markt angepasst. Da ist es leichter, sowas zu verkaufen, in Anführungsstrichen. Persönlich finde ich die Kritik auch angebracht, allerdings nicht den Hass angebracht, der den ganzen entgegenschlägt. Klar, das müsste meiner Meinung nach, muss das berücksichtigt werden, muss auch negativ erwähnt werden, vor allem weil die Ochsenkarren bzw. die Schnellreise ein Problem sein soll in Dragon's Dogma 2. Aber das Spiel an sich ist einerseits komplett spielbar. Ohne die DLCs nutzen zu können, man kann die Sachen selber im Spiel hinterher auch finden. Und dadurch ist das für mich so ein bisschen ad absurdum und dass wir da nicht so viele Gedanken drauf verschwenden sollten. Genau. Wir müssen 2 Felder sogar ausheben, fällt mir gerade mal auf, weil wir hier nämlich, wir müssen hier eine Mauer reinziehen. Wir haben nämlich hier noch einen Erdhügel dran.
Getreidefelder. Die haben wir noch gar nicht. Wir können Bäume oder Johannisbeersträuche holen. Wir haben nicht genug Holz. Wir haben gerade zu wenig Tätigkeiten, die Holz holen gehen. Lass uns mal kurz schauen. Ernten, war Ernten auch? Nee. Pflanzen schneiden war Bäume fällen, ne? Das heißt, wir setzen Belrea mal auf 1. Das hier auf 2. Erinnere mich nochmal daran, dass wir bei Shetai das wieder ändern müssen und dass wir bei Belrea das ändern müssen, ja? Das wäre sehr lieb. Und Krischi, die machen wir auch nochmal zur Baumholzerin. Wenn wir nur 2 Reihen ausheben. Ja, das, wir werden das sowieso hier nochmal genauer anpassen müssen. Ich wollte das nur schon mal hier irgendwo hinsetzen. Wobei, vielleicht nehme ich die sogar weg. Weil die hier hinten so schlecht wachsen werden. Dann werden wir die am Anfang mal hier hinten hinsetzen. Ich nehme mal die Felder, Kohlfelder. So. Der Schnix, hallo. Grüß dich. Setzen wir mal da hin. Und wir werden hier auch nochmal ein bisschen ernten. Die ganzen Sachen, die hier im Vorfeld sind, die können wir alle nochmal mitnehmen. Das lassen wir weg. Stratos, wunderschönen guten Morgen auch an dich. Hallo. Ich grüße dich. Einen wunderherrlichen Tag. Freue mich richtig auf Millennia. Hoffe, bekommt noch Workshop-Support. Morgen um 9 Uhr schauen wir uns Millennia an, das Mid- und Endgame mit dem Spielstand, den wir letzten Samstag gespielt haben. Ab morgen darf ich euch alles zu dem Spiel Millennia zeigen. Da freue ich mich schon sehr drauf, gemeinsam mit euch da reinzugucken. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wie kriegt man denn neue Leute durch Ereignisse? Entweder zum Beispiel, weil jemand verfolgt wird, dann können wir den aufnehmen. Oder jemand verirrt sich und kommt bei uns vorbei. Ja. Ist nicht ernten, sondern schneiden. Halt, stopp! So, ernten. Da. Ernten. Okay. Felder wieder auf Samenbildung. Müssen wir auch noch machen. Samenbildung, Samenbildung. Okay. Ich halte es auch vollkommen für legitim, dass Menschen diese Optionen halt fürs DLC, wenn sie es wollen, nutzen können. Ja, was ich verstehe an Kritikpunkten dazu ist halt, dass es, dass der Ochsenkarren bzw. die Schnellreise, so wie es jetzt momentan wirkt, extra im Gameplay-Design ein bisschen langsamer gestaltet ist bzw. eine erhöhte Gefahr hat, dass es überfallen wird und ähnliches. Da verstehe ich dann schon, wenn man die Kritik dann da drin äußern möchte. Ich kann es nur zusammenfassen, mir persönlich, ja toll, falsch ausgeführtes Pflanzenernten. Toll, Krischitine, toll, hast du gerade gemacht. Immer einen Baum fällen kannst du. mich persönlich stört das nicht allzu sehr. Ich hab gestern noch weitergespielt nach dem Stream. Ich habe gestern noch ein bisschen weitergespielt, so ein halbes Stündchen oder so. Ich find's toll. Falls du später noch Bäume haben willst, hier unten, da haben wir ein paar Bäume. Das reicht jetzt erstmal aus. Hier haben wir Bäume angepflanzt. Ja, brauchen wir jetzt gerade da in dem Fall noch nicht. Wir können uns überlegen, ob wir noch hier rüber gehen. Ob wir noch hier rüber gehen wollen. Das hier, von oben können sie es, glaube ich, nicht aufschütten. Ne? Das ist ein bisschen schade. Ich habe den ersten Teil leider nicht gespielt. Ist heute ein bisschen schade. Aber jetzt gleich haben wir das hier fertiggestellt. Das heißt, wenn die Wand hier fertig ist... Wir reißen das dann nochmal ab hier, oder?
Ne, wir machen es folgendermaßen. Damit es schöner aussieht, werden wir hier nochmal was reinziehen. So. Jetzt schauen wir erstmal, wie gut die jetzt hier durchkommen. Und erst wenn die diese Seite komplett fertig haben, dann werden wir hier durchgehen. Ja? Wie gesagt, der einfache Hintergrund, damit hier nicht auf einmal ein Überfall reinkommt und dann passiert hier nichts. Wenig Nahrung auf Lager. Wir müssen mal vom Babenberg grüß dich. Hallöchen. Ja, wir haben heute sowieso später angefangen. Wir haben heute sehr viel gelabert im Vorfeld. Wir haben fast eine Stunde Just Chatting nur gemacht. Wobei ich da halt nicht bei Just Chatting war. Stimmt, bei Kingdom Come Deliverance, das war wirklich toll. Das war wirklich toll. Lass uns mal schauen, dass wir... Also ich will halt einen Bereich haben, in dem nur Kühlung ist. Nur Nahrung ist. Nur Nahrung. Können wir dafür hier irgendwie durchgehen? Also am einfachsten wäre es, wenn wir den hier vorne nutzen. Ja. Mir geht es viel ums schönen Bauen, ja. Stoneheart? Das habe ich auch noch nicht gehört, das Spiel. Also mir geht es hauptsächlich bei dem Spiel um Schönbauen, weniger um Survival-Aspekt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich das Spiel hier besser finde als RimWorld, muss ich sagen. Ich verstehe natürlich den Reiz, den viele bei RimWorld haben, die Herausforderung. Ich baue aber lieber schön. Und bei RimWorld habe ich zum Beispiel den Punkt der Herausforderung, weil ich häufig viel zu schön bauen wollte dann. So, und dann können wir jetzt eigentlich schon mal hier durchgehen. Dann haben wir uns den Weg schon mal reingeschustert und dann können wir das hier drüben alles bestücken. Die Isolationsmechanik der Wände wie in RimWorld. Also ich weiß nicht, ob es genauso wie in RimWorld ist, aber ja, du hast verschiedene Isolationsstufen bei denen. Ja, Going Medieval ist halt mehr so dieses Aufbauen, ne? Ich würde auch einen Kaffee nehmen, Hotte. Hör mal, ich würde auch einen Kaffee nehmen. Aber ich bin ja immer noch in der Phase, wo ich versuche, mein Koffein ein bisschen zu reduzieren. Aber trotzdem hätte ich jetzt Lust auf einen Energy Drink. Naja. Querstreben haben wir gebaut im Keller. Ja. Wir sind jetzt gerade so in der Phase, das ist halt das Midgame, ne, wo wir dann so ein bisschen rumbauen. Wo es auch mal so ein, zwei Sekunden dauert, bis wir da angekommen sind. Wir gehen nochmal zu den Tätigkeiten zurück. Belrea war bei der 2, ne, bei Pflanzenschneiden. Dann kam nämlich der Bergbau davor. Und Christine, du hattest nur 2, hattest du, glaube ich, ne? Eine 3 hattest du. Eine 3. So. Hast du noch mehr Kühlung? Wollen wir jetzt gleich mal machen. Ich will jetzt aber erstmal schauen, dass wir hier unten in dem Bereich noch ein bisschen mehr Lagerplatz schaffen. Ein bisschen mehr ausheben hier unten. Okay. Mit X4 beschäftigt. Ich versuche seit Ewigkeiten in X4 reinzukommen, damit ich das vielleicht mal irgendwie als Content machen könnte, aber es ist einfach sehr schwierig. RimWorld nacktes Überleben als Standard kommt Freude auf. Ja, das ist zum Beispiel, das wäre gar nicht so meins. Ich kann den Reiz daran verstehen, aber das wäre gar nicht so meins, weil ich das, weil ich diesen Hardcore-Modus, das ist nicht, das mag ich nicht mehr so gerne. Ich kann, wenn ich möchte, kann ich auch so einen Hardcore-Modus bei mir selber aktivieren, weil das kenne ich halt noch vom E-Sport damals in Company of Heroes. Aber ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr so viel da drin machen muss, weil reinschwitzen, wie man ja gerne mal sagt, ist halt wirklich anstrengend. Ne? Ist halt wirklich anstrengend. Kann hier mal einer die Falle wieder zurück? Die ist ja ausgeploppt. Von Althaus, Dankeschön für dein Follow. Oder haben wir die gezündet? Schnitty, grüß dich. Gibt es in dem Spiel keinen Häuserbrand? Feuer kommt erst mit dem nächsten Update. Also wir haben noch theoretisch Glück. Distant World 2. Aber Bescheid sagen. Ja, das ist halt die Zeit ist halt das Problem immer, ne? Der grundlegende Fehler von Streamern sind, man wolle sie nicht leiden sehen. Ich glaube schon, dass man mich leiden sehen möchte, aber ich habe keine Lust zu leiden.
entspannteres. Genau, Silberfox, so sieht's aus. Es gibt nur ein einziges Spiel, das ich im Stream gerne mal spielen würde, bei dem ihr mich reinschwitzen sehen würdet. Und das wäre die Souls-Reihe. Weil ich ein riesengroßer Souls-Fan bin. Eigobus, servus. Okay, dann haben wir gleich das Fermentieren, dann können wir nämlich was dafür herstellen. Also, Priorität sollte aber hier drüben jetzt erstmal drauf liegen. Wenigstens haben wir jetzt wieder ein bisschen Holz zusammengespart. Die Zweige hier im Vorfeld, wenn wir die noch aufsammeln könnten. CK3 lernen. Ganz viel Spaß beim CK3 lernen. Wunderschönes Spiel war. Dark Souls Osterparade hier auf dem Kanal. Ich weiß nicht, ob wir an Ostern streamen werden. Elden Ring zocke ich gerade privat. Das können wir ja auch nochmal ernten. Das können wir ja einmal ab. Nee, die ist noch nicht so klein. Leute, wir erweitern uns doch nach und nach. Wir bauen ja jetzt am Anfang noch nicht die riesengroßen Gebäude. Alles klar, so, einmal Karte voll gebaut. Jetzt habe ich überall hier schon was geplant. Sondern das soll ja auch dynamisch leben, die Stadt. Soll ja auch wachsen. Wird Ranger dann alle Souls-Titel spielen? Ich habe alle Souls-Titel gespielt. Audi, grüß dich. Aber nicht im Stream. Und, ich würde wahrscheinlich auch nicht alle Souls-Titel. Ich würde wahrscheinlich nicht mal einen durchspielen im Stream. Ja, ich glaube, dafür wird es zu wenig Leute dann interessieren hinterher. Wir haben jetzt wieder die Forschung freigeschaltet. Das mit den niedrigen Nahrungsreserven macht mich wirklich platt, ne? Das macht mich wirklich fertig. Haben wir noch irgendeine Jagd, die wir hier machen können? Warum können wir nochmal jagen? Da müssen wir kein Menschenfleisch essen, immerhin. So, dann können wir uns mit der Küche hinterher hierhin erweitern. Dann können wir hier unten noch zubauen, wenn wir wollen. Das wäre tatsächlich was, was wir machen könnten. Erde aufschütten. Hier in dem Bereich. Warte mal kurz. Hört ihr auch dieses Fiepen? Ist das Fiepen jetzt weg? Jetzt ist das Fiepen weg. Ich habe einen Ventilator neben mir angemacht, weil jetzt ja doch draußen wärmer wird und sich der Raum hier schneller aufheizt. Ja, so schnell passiert das tatsächlich schon. Ne? So, das müssen wir hinterher noch wegnehmen. Kannst du die Grille im Spiel? Nee, es gibt so ein ganz leichtes Fiepen bei mir auf dem Mikrofon. Deswegen sind wir doch alle da. Kein Menschenfleisch? Ich weiß auch nicht, warum. Wird wärmer, sagt er, und in dem Moment donnert es bei mir. Echt? Oh, ich hätte auch gern Regen. Immer einen steifen Hals. Das geht bei mir nur hier unten hin. Dafür habe ich ja meinen tollen Stuhl. Ich glaube, ich habe hier eine Grille im Zimmer. Ich hoffe nicht. Die sind ja richtig störend. Die sind ja richtig störend. So, jetzt, warum gehst du jetzt hier nicht durch? Wir haben doch Bergbau auf 1 bei einem von euch. Müssen wir einmal auf 1 erhöhen bei Belrea. Kommt ein Schwert, regnet es schon? Oh, okay. Da freue ich mich. Draußen ist auch ein bisschen stürmisch, sehe ich gerade. Aber das Rollo unten, wie es sich für einen guten Gamer gehört. Unten im Keller haben wir nichts mehr, wo die buddeln sollen. Ach stimmt, doch, wir haben ja die neuen Bereiche angegeben, ne? Pass auf, lass uns das mal hier wieder abbrechen in dem Moment. Wir gehen mal höher, wir wollen oben erstmal lang buddeln. Brauchen auf jeden Fall nochmal eine andere Priorität. Belrea ist heute 33 geworden und Elaniana ist heute 34 geworden. Da ist doch glatt gelogen, euer Alter. Ist doch glatt gelogen. Aber trotzdem reicht das hier noch nicht aus. Auch das hier noch nicht. Warum ist das hölzerne Bett noch nicht fertig? Nicht genügend erlaubte Ressourcen. Genügend erlaubte Ressourcen. Jetzt geht's aber hier gleich los, ich sag's euch. Yippie, ich bin an den Jungbrunnen gefallen. Okay, wir beschleunigen mal die Zeit, während die jetzt hier alle am Schlafen sind.
Immer auf dreifache Geschwindigkeit hoch. Einer schläft unten im Keller. Ja, ist ja auch warm, ne? Sind ja oben 13 Grad. Und dann werden wir mal gucken. Wir brauchen als nächstes Tisch für Holzarbeiten, Nähplatz. Das ist das nächste, was wir uns holen werden. Und Bogenbauertisch auch. Da schauen wir mal, wo wir uns diese Gebäude hinsetzen können. Wir wollen hier noch nach vorne gehen in den Momenten. Wollen noch nach vorne gehen. Ich würde auch gerne hier noch nach vorne gehen. Also ich würde ja, also ich will auf jeden Fall hier noch das Ganze erweitern. Ist halt jetzt nur die Frage, wie schnell wir das schaffen, wie gut wir das schaffen. Und wir sollten jetzt erstmal ist die Priorität hier für alle einen Schlafplatz überhaupt hinzubekommen, damit die dann einigermaßen glücklich werden. Shit, mach dir erstmal Pause. Ich glaube, jetzt geht es wirklich los. Sag mal, geht's dir zu gut? Jetzt pfeift er sich in eine Kartoffel rein. Nicht mehr hungrig. Forschung verfügbar, die dekorativen Strukturen, das lassen wir nochmal weg. Mit den nicht genügend Betten wird hoffentlich gleich auch noch geklärt. Mir geht's gut, danke. Ah, okay, alles klar. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Big Ben schläft noch, Tigaiti, moin. Und Belrare betet jetzt gerade erstmal eine Runde. Kümmert sich eigentlich irgendjemand um den Kohl? Ernten. Ist hier keiner von euch gut in der Ernte? 12 bei Big Ben. Wir haben Big Ben noch nicht eingestellt da drauf. Wir haben Big Ben insgesamt noch nicht eingestellt. Patient. Priorisierung. Arbeitszeit gültig. Wartet auf Wundversorgung. Dann arbeitet der Patient nicht. Behandeln. Tragen von bewusstlosen Sieland ins Bett. Und gesund pflegen sollten wir mal schauen. Die ist nur während der Arbeitszeit gültig. Gesund pflegen von Wunden. Aber das hat keinen Wert, auf den das gelegt wird, ne? Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel sagen, Big Ben würde das machen. Belray hat Wichtigeres zu tun. Krischitine macht das noch. So. Dringender Transport. Den werden wir auch hier nochmal nach vorne packen. Kontraband, grüß dich. Nachher zu Ikea benötigst du noch ein gerade bzw. in Waage gebrachtes Regal. Wollte mich bedanken für das Paket von Löwenanteil. Wir haben uns sehr gefreut und probieren weiter aus. Freut mich sehr zu hören. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ich hoffe, es schmeckt euch. Freut mich wirklich zu hören. Gibt es dann Birne? Ne, dann werden Eier nach dem geworfen. Gaius, wunderschönen guten Morgen. Kennt ihr das noch? Kennt ihr noch, von damals aus der Tagesschau, als Helmut Kohl mit Eiern beworfen wurde und er dann auf einmal in die Masse reinspringt und anfängt, den Typen zu schlagen? Das sind auch Sachen, die schreibt die Geschichte, ne? Timonato, einen wunderschönen guten Morgen auch an dich. Hallo. Oh, der könnte gut jagen. Der ist Meisterschütze 15, der Big Ben. Der hat aber allerdings eine Affinität dafür. Sieler bewusstlos. Wo? Ja, du bist wohl doch nicht so gut im Jagen, Krischitine. So, wir müssen meine Tätigkeit jetzt aber weiter einstellen. Bau ist gering bei dem, da brauchen wir nicht bei dem anpflanzen. Wir machen mal 1, 1. Tierhaltung ist der auch ganz gut, hat allerdings eine 3, der hat eine 10. Elanianer lassen wir dann also in dem Fall. Den nehmen wir raus, weil der hat ja immer eine Priorität dafür. Bergbau lassen wir auf einer 3, Pflanzen schneiden auf einer 12. Kochen 9. 9. Aber Krischitina hat eine Affinität dafür. Dann nehmen wir Kochen raus. Wobei, was hat er hier unten? Er hat eine 21. Ja gut, dann lassen wir das auf jeden Fall. Anfertigen haben wir noch nicht drin. Schmieden. Schmieden hat er eine 13. Er hat eine 7. Er hat eine 10. Das heißt, wir werden Schmieden nehmen wir auf eine 3 und den nehmen wir hier raus. Zimmerhandwerk. Eine 5. Ja, weg. Schneidern. Oh, Schneidern kann er auch gut. Das heißt, dann werden wir den so packen. Die nehmen wir raus. Ich versuche immer mal zwei da drin zu lassen. Und Forschung setze ich mal auf die 4.
Künstler, lassen wir auf der 3, 16, 32 hat er als Intellekt, der Belrea. Und er hat eine hohe Affinität. Hausmeister und Transport bleibt dann auch in dem Fall hier irgendwo auf der 3. Ich hoffe, dass das so ein bisschen besser aufgeht. Ich will eigentlich will ich immer nur 2 Stück haben bei irgendwas. Außer beim Bau. Das macht halt mehr Sinn. Anpflanzen. Müssen wir nochmal genauer schauen. Jetzt haben wir den Weg hier reingeschustert. Das passt doch perfekt. Dann können wir nämlich hier schon mal sagen, eine Holzwand wird hier noch reingezogen. So. Und dann können wir uns auch nochmal so einen kleinen Fußboden hier reinsetzen. Im Kalkstein. So. Okay. Mal gucken, ob das so besser aufgeht. Hier oben haben wir unseren Wachturm, unseren Wehrturm. So. Und ein Siedler ist verärgert. Ach, warum ist denn Krishitini jetzt verärgert? Hallo? Religiöse Aktivität bedürftig. Dicarino, dankeschön für dein Follow. Ja, da musst du beten gehen. Unterhaltung bedürftig. Wir sollten vielleicht mal so ein Backgammon-Ding bauen. Oh, Vorian, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Dann lass uns mal so einen Backgammon-Tisch bauen. Den können wir ja hier unten reinsetzen. Wir gehen mal ein bisschen tiefer. So, dann haben wir ja noch ein bisschen Platz. Mal hier hinsetzen. So. Ich meine, ein Ort des Lesens und der Kultur. Da kann man auch hier einfach so einen Backgammon-Tisch einmal reinpacken und dann kann man ein bisschen Spaß haben, würde ich sagen. So. Hier oben wird weitergebaut. Ich habe keine Ahnung, ob der Turm wirklich effektiv dann hinterher ist oder ob wir einfach eine Spielerei haben, aber wir werden das schon herausfinden. Das lohnt sich schon für uns. Dann müssen wir hier einmal langziehen hinterher. Ja, das passt. Dann mal gucken, was mit den Katapulten hinterher sein wird. Dafür brauchen wir aber dann die Steinmauern sowieso. Also das, da brauchen wir noch Zeit, die durchs Land streift. Aber hier hat noch keiner was angepflanzt. Es ist kein Siedler mit den notwendigen Botanikfertigkeiten verfügbar. Benötigte Fertigkeit 20. Ich habe ein Brötchen bekommen. Ah! Und ich habe nicht nur ein Brötchen bekommen, ich habe ein Brötchen in mundgerechte Stücke geschnitten bekommen. Mhm. Das ist gut. Dr. Hackepeter, grüß dich. Ich hole mir mal eben kurz was zu trinken holen in dem Moment. Bin sofort wieder da. So. Pause vergessen? Nee, ich wollte, dass es weiterläuft. Ich wollte nur kurz was zu trinken holen. So. Okay. Okay, so. Wir müssen jetzt nochmal genau bei den Tätigkeiten reingucken. Jagen. Wir müssen jetzt hier nochmal genauer priorisieren.
Ja, der muss schon hierbei bleiben. Bierkutscher, danke schön für deinen Sub im 19. Monat. Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Vielen lieben Dank. Lass uns jetzt nochmal kurz schauen. Also anpflanzen. Jagen setzen wir auf 1. Pet, danke schön für deinen Follow. So. Wobei, nee, jagen lassen wir im Moment noch komplett außen vor, weil jagen macht ja im Moment keinen Sinn. Jäger fehlt Fernkampfwaffe. Wir haben im Moment niemanden, wir haben keinen Bogen, der sich dafür eignet. Mit Botanik auf 25. Lodders, moin. Bei Bau werden wir dann Schetheit baut, Krischetine nehmen wir raus. Also wir lassen zwei Leute bauen. Anpflanzen. Da lassen wir auch zwei Leute. Dann nehmen wir aber bei Belrea weg. So. Ernten. Nehmen wir genau den auch noch rein. Den packen wir auf die 2. Den Rest lassen wir weg. Beim Ernten. Dann Tierhaltung. Tierhaltung. Auch wenn der gut mit Tieren ist, lassen wir das trotzdem raus. Wir gucken einmal, ob wir einen mit Tierhaltung der 12. Nehmen wir den hier. Den packen wir auf eine 2. Wobei, wir werden den anderen immer auf eine 15 packen. Ah, der kann das hier besser. Dann gehen wir da auf eine 2. Dann setzen wir den auf eine 2. So. Umgang mit Tieren. 1, 2. Wir setzen den anderen immer auf die 5. Außer Bau, den lassen wir da drauf. Dann Bergbau. Ist ja der höchste. Belrea lassen wir da drauf. Den nehmen wir weg. Mal hier die 5. Den nehmen wir weg. Den nehmen wir weg. Wir gucken mal, dass jeder nur ein paar Sachen davon hat. Pflanzen schneiden. Da muss ja auch Botanik reinzählen. Das heißt, der bleibt einer 1. Und der hier wird auf eine 5 hochgepackt. So. Kochen. Da ist Krischetine die beste drin. Oh, Shetite hat eine 21. Aber der hat schon so viele Aufgaben. Deswegen nehmen wir jetzt den mit der 10 noch mit dazu. 5. Den nehmen wir raus. Dann bei den anderen. Die werden jetzt hier komplett rausgenommen. Die brauchen keine Pflanzen schneiden. Das hatten wir ja für die Bäume nur. So, anfertigen. Anfertigen. Unqualifizierte Tätigkeiten. Dann setzen wir den hier auf eine 1. Auf eine 2. Ja, beziehungsweise auf eine 5. Den Rest nehmen wir raus. So, schmieden. Ich setze erstmal alles auf eine 1, wo die besten drin sind. Alles auf eine 1. Ich will nur eine Übersicht erstmal bekommen. Und eine 5. Bei Schmieden 13, Schmieden 10. Dann Schneidern 16, 12. Ah, 22. Nehmen wir auch nochmal mit rein. Zimmerhandwerk 1 und der hier wäre die 5. Forschung 1. 5, den nehmen wir raus. Künstler 1 und 5. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Einsen wir hier vergeben haben. Hypatia, grüß dich. Red16, einen wunderschönen guten Tag. Also, der hier hat 1, 2, 3, 4, 5 Tätigkeiten da drin. Big Ben hat nur eine Tätigkeit da drin. So, Shetite hat eine, wobei die meiner Meinung nach auch zusammengehört. Und sonst keine Tierhaltung hierbei. Kochen ist hier drin. Zwei. Dann nehmen wir hier bei dem Zimmerhandwerk noch mit rein. Dann gehen wir hier hoch auf die 5. Dorfbewohner sind erschöpft. Ach, heul nicht rum hier. Bergbau anfertigen. Gehen wir hier eher auf was anfertigen. Den nehmen wir raus bei Belrea. Lassen wir auf der 5. Schneidern 1. Zimmerhandwerk.
So, einmal raus. Forschung lassen wir drin und Künstler. Gehe ich eher hier auf die 1. Dann einmal raus. Jetzt hat Krischitine nur Kochen und Künstler auf 1, ne? Und Forschung halt, wenn kein anderer am Forschen ist, dass sie sich dann darum kümmert. Schakalforschen, wunderschönen guten Tag, hallo. Eins, zwei, drei Tätigkeiten. Eins, zwei. Drei. Den könnten wir dann noch am Jagen reinpacken. Dringender Transport. Nehmen wir mal bei dem raus. Elaniana und Krischitine bekommen den dann noch. Hier auch raus. So fliegen die beiden. So, warum machst du alles auf 1? Macht es nicht mehr Sinn, alles auf 2, 3 zum Standard zu machen? Das ist ja egal. Also, ich meine, wenn wir auf 1 und 5 haben, haben wir quasi 0 und 1, wenn wir das IT-mäßig betrachten. Das heißt, wenn wir eine Priorität irgendwie anders setzen wollen, dann können wir es auf anderes packen. Die Priorisierung so ist immer von links nach rechts, wenn der gleiche Wert vorhanden ist. Also links, das wird zuerst gemacht, rechts, das wird dann zum Schluss gemacht, wenn alles eine 1 hätte. Wirst du oft etwas fertigen lassen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Werden wir oft etwas anfertigen lassen? Dass Big Ben hier, sich hier drin lohnt als einziges. Ich glaube, wir machen das so. Wir lassen den hier Pflanzen schneiden erhöht und den nehmen wir raus bei dem anderen. Dann haben wir einen, der sich nur um Anpflanzen kümmert. Bau haben wir draußen. Kochen haben wir draußen. Wir könnten ihn natürlich forschen lassen. Bergbau und Schmied. Wari, grüß dich. Wir probieren jetzt das erstmal so. Wir probieren es jetzt erstmal so. Ich meine, wir müssen jetzt auch erstmal, ne, lang gehen lassen. Sonst haben wir hinterher ganz viel geplant und dafür nichts rausbekommen. Jetzt müssen wir nur einmal gucken, wer hier die wer jagen ist. Big Ben ist Jäger. Das heißt, wir werden Big Ben eine Fernkampfwaffe zuweisen. So. Okay. Müssen die Zeit nochmal beschleunigen. Forschung 2 hätten wir auch noch. Was könnten wir damit machen? Damit würden wir einen Forschungstisch rausbekommen. Ich liebe mich. Wunderschönen guten Tag. Wir könnten auch schmelzen lassen. Verteidigungsanlagen. Den Ziegel fertigen. Es gibt hier so viele Sachen. Pfeile fertigen. Langbogen. Wir gehen erstmal auf Pfeile fertigen. Und gehen auf den Langbogen. So, das machen wir jetzt in dem Fall. Und dann wollen wir nochmal weiter schauen, dass wir den Rest zusammenbekommen. Wäre natürlich auch schön, wenn wir hier einfach ein Loch in den Boden reinbohren und dann quasi hier drunter unsere Kühlung haben. Ne? Also, wir sagen dann, weiß ich nicht, hier. Einmal Loch einschustern. Oxiran, Dankeschön für dein Follow. Hier. So. Okay. Dann machen wir hier unser Nahrungslager rein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genauso wollen wir das machen. Wir müssen mal das Dach kurz aktivieren, weil ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen weniger auf den Chat eingehe. Ich bin gerade ein bisschen gefangen bei mir. Ich habe gerade Scheuklappen auf. Atonis, grüß dich und Sturmmonster morgen. Ich habe irgendwie. Ich bin gerade so. Ich freue mich einfach gerade. Das Spiel macht so unfassbar Spaß. Ohne Scheiß. Ohne Mist natürlich. Entschuldigung. Wir haben ja morgens auch jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Ohne Mist, sagt der Onkel Ranger. Das andere sagt man nämlich nicht. Ne? Ranger ist in seiner eigenen Welt. Ja, und in dieser Welt bin ich der Beste.
Wie geht's den Iltissen? Die kommen nicht mehr zu uns rüber. Das ist doch ganz gut. Sila sind verärgert. Elaniana ist verärgert. Hässliche Ausstattung. Verzweifelt durstig. Der Unterhaltung bedürftig. Religiöse Aktivität. Trink doch mal Wasser, ihr Leute. Trink doch mal Wasser. Was haben wir denn hier? Gerindete. Alkoholzutaten. Fermentierte Maische. Wie viele Alkoholzutaten haben wir denn? Welches Zeichen ist denn? Milch haben wir eins. Gegrilltes Fleisch, Mensch. Ja. Ganz wunderschönen guten Tag. Was ist das denn? Alkoholzutat. Was ist denn die Alkoholzutat? Für immer. Mach mal so viele, wie du brauchst. Reicht Essig dafür? Wir haben nur einen Essig. Gibt es in dem Spiel auch Klinknack? Weiß ich nicht. Scheiße, will er nicht sagen, aber Menschenfleisch schnabulieren ist kein Problem. Milch? Okay. Oh, jetzt können die das dazwischen nicht bauen, ne? Ah, ich sehe ja schon wieder. Wir müssen da, glaube ich, einmal eine Leiter reinbauen. Einmal abbrechen, bitte. Damit wir da unten hinkommen und das abmachen können, wegmachen können. So, die Ressourcen oben auch clustern kann. Die hier? Wie denn? Hero, mach's gut. Schön, dass du da gewesen bist. Und ganz, ganz viel Erfolg beim Date. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da euren Seelenpartner findet. Bloody moin. So, und dann wollen wir natürlich auch hier nochmal eine Leiter reinsetzen. Zack. Dann mal die Leiter hier rein. Ja, drehen wir mal. Setzen wir mal hier hin. So. Wenigstens haben wir jetzt Kohl. Oben, wo man das einstellen kann, mit Dach ausblenden. Das vierte von rechts. Das vierte von rechts. Das hier. Ah, super, dankeschön. Oh, cool. Okay. Mahlzeiten, gegrilltes Menschenfleisch. Ja, also jetzt ist aber auch gut hier mit dem gegrillten Menschenfleisch. Ich brauche mal wieder mein Denkerbissen. Priorisieren. Das ist, glaube ich, ein Problem. Strategiehamster, grüß dich, hallo. Zweitbester Chat. Könnt ihr mal bitte den Strategiehamster davon überzeugen, dass wir der weltbeste Chat sind? Ja? Könnt ihr den Strategiehamster mal bitte nett davon überzeugen? So. Ich habe damit nichts zu tun, Strategiehamster, ja? Nachricht gelöscht, ja, aber da, okay, der, aber auch gleichzeitig 6 10 Minuten Timeout. Ich habe damit nichts zu tun, will ich nur sagen, ja? Ich bin hier im Spiel drin. 19 auf Überzeugung, reicht das? Ja, er hätte ein kritischer Erfolg sein müssen. So. Vor allem sehr bescheiden, ja. Schiller, dankeschön für dein Follow. Dankeschön, sehr lieb.
Und ich wundere mich, warum bei uns bei den meisten steht gebannt bei Ranger. Ja, wer sich bei uns nicht benehmen kann, der wandert dann zu euch aus. Da haben wir es doch. Aha! Lenny, danke schön für den Follow. Silori, hallo, grüß dich. Also es sieht gerade ganz gut aus eigentlich. Das muss hier noch mit den. Und Dr. Hackepeter, danke schön noch an dich für deinen Follow. Das muss hier noch hier oben mit dem Holz laufen und dann ist eigentlich ein ganz guter Weg. Ich muss noch mal einmal kurz meine Nase schneuzen, ja? Ich mache mal die Kamera dafür aus. Ihr müsst mich ja nicht anschauen dabei. Hallo, Dr. Lücke. Ist jetzt das gesamte Gesicht voll? Ja, ich gehe mich mal kurz waschen. Fertig gewaschen. Ich hab's abgeleckt. So ungefähr. 1:1, so haben wir das gemacht. Guck mal, wir haben jetzt sogar. Ja, wir haben alles geschafft hiervon. Ey, cool. Wo haben wir denn auf einmal genug Betten her? Das ist die nächste Frage, die ich gehabt hätte, aber. Daktis, wunderschönen guten Tag, hallo. Wir müssen. Ne, eine Nase genommen habe ich nicht. Könnte ich gleich aber auch nochmal machen. Hier? Ne, Lehmhaufen. Wo zur Hölle ist das Heu, das wir extra geholt haben? Knochenhaufen. Wo zur Hölle ist das Heu? Mal ernten. Wir gehen mal mit dem Erntenbefehl hier durch. Ja gut, im Vorfeld, also mittlerweile kann uns hier auch keiner mehr angreifen. Wir machen hier einfach gleich eine gerade Fläche rein. Dann haben wir auch noch ein Vorfeld, wo uns keiner angreifen kann. Wie dreht man eigentlich die Gebäudeteile mit Q und E? Links und Leute und rechts Lanternen und Federn. Ah, mit Spucke der Taschentuch das Gesicht sauber gemacht. Der Torres, wunderschönen guten Tag. Hallo. Texman auch eigentlich einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. So. Da unten wird jetzt ein bisschen mehr Platz gemacht. Da können wir dann hinterher unser kleines Lager reinbauen. Wir sind eine Stunde dabei und ich habe das Gefühl, wir haben erst 10 Minuten. Das Spiel hier, ohne Mist, dieses Spiel hier macht süchtig. Ganz ehrlich, das hier ist ein Spiel, das süchtig macht. Ich mag das einfach. Das hier ist quasi mein RimWorld, sag ich mal. Ja, Strategie haben, du musst jetzt noch keinen Herzinfarkt bekommen. Warte, lass mich aussprechen. Das hier ist quasi mein RimWorld, weil ich mehr auf den Schönbau als auf den Hardcore-Modus setze, als auf die Herausforderung. Und ich glaube, deswegen gefällt mir das hier so einen kleinen Ticken besser. Kristalltor, vielen lieben Dank für deinen Sub im 8. Monat. Da war ein wunderschönes Mahlzeit. 1142. Stimmt, 1142 676 907. Sehr Jalapeno, grüß dich. Halt mir die Ohren zu. Ich bin in einer Partie im Marschland und muss sagen, es ist sehr fordernd. Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch, dass es sehr herausfordernd sein kann. Ich glaube, wir haben einfach mit dem Berghang einen sehr entspannten Bereich hier bekommen. Weswegen ich das gar nicht so schlimm sehe. Ich meine, wir bauen uns ja langsam auf. Wir brauchen auch diese langsame Zeit. Wir werden auch noch so einen kleinen Burggraben auf jeden Fall auch lassen für uns, ne? So, der Jalapeno, danke schön für deinen Sub in 6 Monaten. Vielen lieben Dank. Und Mira, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag an dich. Hallo. Das ist nur die Frage. Warum hat sich da noch keiner drum gekümmert? Nicht genügend Samen für die Aussaat. Wir haben keine Samen momentan. Rübensamen. Ahornsetzling hätten wir noch. Meinen Witschen, wunderschönen guten Tag, hallo. Das Häuschen eskaliert. Wir haben hier keine Samen rausbekommen irgendwie. Trotzdem müssen wir noch mal kurz schauen. Bei dem Anpflanzen
17. Wir haben halt keinen mit 20. Das heißt, wir können Rüben auf jeden Fall nicht hinpacken. Auf Medieval 3 gehofft. Ja, wir sollten mal eher darauf hoffen, dass überhaupt noch ein Total War rauskommen wird, ne? Ja, zum momentanen Zeitpunkt. Das muss man ja auch sagen. Ich denke, Total War wird noch einen einzigen Versuch raushauen. Das ist dann Medieval 3. Und wenn der floppt, aus welchem Grund auch immer, dann wird die Total War-Reihe, dann wird die Total War-Reihe ein Ende finden. Erntephase umstellen für die Samen. Hier, Samenbildung können wir bei denen machen. Stimmt. Samenbildung können wir bei denen machen. 3 Kohl. Okay, auf Blühen, aber auf Blühen, da würden wir... Wir machen da einmal Samenbildung. Wir wollen einmal ganz, ganz viele Kohlsamen bekommen. Tag 1 Team-Rezension größtenteils negativ. Das könnte durchaus passieren. Das könnte durchaus passieren, ne? Also im Moment kann man halt nicht sagen, in welche Richtung das geht. Sich mal dran halten wollen, was die Fans wollen. Aber bei Total... Ich kann es bei einigen Entwicklern kann ich es nachvollziehen, bei Total War kann ich es wirklich nicht nachvollziehen. Da kann ich es wirklich nicht nachvollziehen. Schon lange im Sega Master drin war. Und jetzt trotzdem das Gefühl von am Ende einer Ära. Wie jetzt mit Adidas. Ist Adidas pleite? Wenn Tiere schlafen, ist es leichter. Ja, wir brauchen erstmal eine Waffe für den. Bevor wir jetzt aber hier irgendwelche Waffen oder ähnliches bauen. Jetzt haben wir doch... Warte mal, da wäre ein Dach drüber, glaube ich, ne? Ja. Okay, bevor wir jetzt aber... Gucken jetzt erstmal kurz, ob die Räume hier alle zugewiesen sind. Hier schläft Belrea, hier schläft... Das ist Krishitine. Das ist Elaniana. Das hier ist Belrea. Ist das hier Shethide? Und das hier Big Ben Churchill. Big Ben Churchill. Ab 27 wird doch Nike der neue... Ach so, das meinst du. Das meint ihr. Die Menge grüßt dich, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen an dich. Guck mal, jetzt haben wir das immerhin auch geschafft. Jetzt haben wir das abgedeckt. Wenigstens das jetzt mal. Das heißt, wir können die hier zerstören. So, gehen schönen Morgen. Das stört mich nur ein bisschen, dass wir hier nichts reinpacken können. Gebäude nicht erreichbar. Schade. Eigentlich müssen wir das doch hier setzen können. Dorfbewohner sind erschöpft. Ja, dann geh dich mal ausruhen jetzt. Geh dich mal ausruhen jetzt. Das hier reißen wir einmal ab. So. Und wir müssen nochmal hier unterirdisch gucken. Wie groß machen wir das? 5x5? Okay, wir werden es mal 5x5 machen. Das heißt für uns... Falsche Seite. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Hoch. Und dann werden wir einmal ein sechstes machen. Da kommen nämlich hinterher die Wände rein. So. Huni für so einen Lappen finde ich übertrieben. Ja, Trikots sind wirklich sauteuer. Geile DFB. Was? Der DFB hängt. Der ist doch an der am Existenzminimum. Der DFB, den geht's doch ganz, ganz schlecht. Freundlicher Besuch. Handelskarawane. Der Waffenhändler lenkt sein robustes Pony, dessen Karren schwer mit Waren beladen ist, nach Neu-Rangerstan hinein. Schützt euch! Tötet eure Feinde! Ruft er. Ich habe Schwerter und Rüstung in Hülle und Fülle und auch erschwingliche Bögen und Schilde für den einfachen Fußsoldaten. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. In Real Life in Berlin. Wird man ja depressiv. Ich mag das gerne. Ich liebe Regenwetter. Vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich
wenn ich so Ambiente-Regen höre, zum Beispiel beim YouTube-Video oder so, oh, da kann ich super schlafen drin. Sechs Umwände zu bauen, das ist der Statiker genommen. Ja, da werden wir ja hinterher nochmal irgendwas anderes dazwischen bauen, so ein Träger oder sonst was. Das kriegen wir schon hin. Aber was wir vielleicht machen könnten, wir gehen nochmal ein bisschen runter. Wir könnten überlegen, ob wir das vielleicht erstmal nach und nach machen. Das heißt, wir gehen hier und hier. So, dass wir quasi hier erstmal dann eure Steinwände reinsetzen können und dann können wir hier Querbalken setzen. Machen wir erstmal so. Huch. Einfache Geschwindigkeit. Ich habe heute noch kein Liedchen angestimmt. Doch, ich habe Happy Birthday gesungen am Anfang. Für Niki. So. Man muss nur das neue Trikot anschauen und weiß direkt Bescheid, dass es sich nicht mehr um Fußball handelt. Ah, da werdet ihr bei mir keinen Verbündeten bekommen. Ich finde das neue Trikot mega. Ich hätte das richtig gerne. Mir gefällt das. Mir gefällt das richtig gut. Es hat nichts mehr mit dem ursprünglichen zu tun, aber ich finde es sehr stylisch. Raptor Gaming, Dankeschön für dein Sub. Centuras, grüß dich. Hallo. Wohin geht ihr denn jetzt? Ja, der Preis ist abnormal. Über den Preis müssen wir nicht reden. Was macht ihr denn jetzt hier? Einmal morgens hochklettern, praise the sun und dann war's das? Was macht ihr denn da? Finde es schön, nicht schön, aber muss die Kirche im Dorf lassen. Nur Auswärtstrikot. Ja, eben. Also, ich würde ja jetzt auch nicht direkt einen Generationskrieg dann anfangen damit. Ich würde, also, ich kann auch verstehen, wenn jemand anderes sagt, das ist kein, das gefällt mir nicht, das Trikot, das sieht nicht schön aus oder ähnliches. Da ist der Style ja anders, ne? Wo ich nur einen Haken zwischenschlage, hört auf mit dem Hate wegen irgendwas Politisierenden oder ähnliches. Nationalmannschaft war schon immer politisch. Meint ihr, warum wir sonst Nationalmannschaften haben? Guckt euch doch das Dritte Reich an. Olympische Spiele. Das war schon immer politisch, das ganze Thema. Ja. Als jemand, der sehr lange die Nationalflagge auf der Schulter tragen konnte, jeden Tag in seinem kompletten Leben, bin ich auch froh, dass es das nochmal gibt. Das finde ich stylisch. Auf dem Feld fehlt das Wiedererkennungswert. Hat ein bisschen was von Barcelona. Genau, ist Geschmackssache. Genauso sehe ich das auch. Es kann nicht jedem alles gefallen und es ist auch vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Solange man alles gesittet sagt und das nicht irgendwie irgendwelche komischen Sachen daraus macht oder ähnliches, ist auch alles in Ordnung. So, auf der Schulter. Ich habe einfach eine dicke Schultermuskel gehabt. Ja, der geht halt bis hier unten hin. Ich weiß ja nicht, wohin deine Schulter geht, alter Mann. Aber mein Schultermuskel geht hier schon so. Der endet schon hier, mein werten Freund. Und da ist dann die Flagge drunter. Genau da dran. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe mir auch nicht angeguckt, was im Moment mit dem DFB ist. Weil, und jetzt kommt's, ich boykottiere den DFB. Selbst in Europaspielen, in Länderspielen, in Nationalspielen, überall. Überall, wo DFB dabei ist, den boykottiere ich, seitdem damals der Fall mit Kevin Kurani war. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt. Und das hat mir damals, hat mich so genervt alles, dass ich seitdem den DFB nicht mehr verfolge. Und mir auch keine Spiele angucke oder ähnliches. Wir bauen mal hier oben was hin. So. Ah, das kriegen wir leider nicht komplett hin. Was war das nochmal? Da wurde Kevin Kurani von Jogi Löw auf die. Also ich kann euch das gar nicht mehr genau wiedergeben, aber der wurde. Kevin Kurani und noch ein anderer Stürmer wurden halt auf die Tribüne gesetzt.
von Yogi Löw. Aus irgendwelchen Gründen heraus, sportlichen Gründen heraus, die nach offenkundig herausgetragen worden sind. Und irgendwann war es dann halt Kevin Kurani zu viel und dann hat er von der Tribüne aus das Stadion vorzeitig verlassen. Und daraufhin hat der Yogi Löw gesagt, er wird nie wieder in meiner Nationalmannschaft spielen. Und das, sorry, das ist für mich, also keine Ahnung, was das für eine Attitüde sein soll. Aber wenn hier einer einen auf Militärdiktator macht und dann, er wird nie wieder bei mir spielen, weil er rausgegangen ist, weil er mir meine Entscheidung hier nicht passt und keine Ahnung was, da habe ich keinen Bock mehr auf den DFB gehabt. Und der DFB an sich, der DFB-Fußball, der ist halt, ach, das ist die Handelskarawane. Ach so, ich habe mich schon gewundert, warum die so komisch aussehen. Warte mal, lass uns mal kurz Pause machen. Und, das war halt überhaupt nicht meins. Und ich bin halt kein großer Fan. Auch als, ne, man soll ja nicht schlecht über Menschen reden, die verstorben sind. Ne, Gott habe ihn selig, Franz Beckenbauer. Aber auch so was für einem Volksheld, der dann im Nachhinein aufkredenzt wurde. Aber was der für eine, also, der war bestimmt, wenn es hier um, ne, ging, da war der bestimmt nicht derjenige, der gesagt hat, oh nee, hör mal, Katar WM im Winter? Nee, das ist aber nichts für mich. Ach, ein Aktenkoffer voll mit ein paar Millionen. Ja, komm, dann machen wir mal. Dann machen wir mal. Wie, ihr wollt am Weihnachten keinen Fußball gucken? Verstehe ich nicht. Wie können wir denn jetzt mit dem handeln? Protokoll? Oder müssen wir dafür jetzt einen Rechtsklick draufführen aus dem? Wenn Kurani vielleicht das Stadion verlässt, ist auch kein smarter Move. Würde ich dir recht geben, wenn ich nicht mehr dieses im Vorfeld, ich weiß leider nicht mehr genau, heutzutage weiß ich nicht mehr, was es im Vorfeld gewesen ist. Aber meiner Meinung nach war das in dem Fall schon berechtigt von denen. Lass uns mal gucken, ob wir den ansprechen können sonst. Hier, machen wir mal so. Chetai, du gehst mal hin. Uffeli ist hier, wunderschönen guten Tag, Genoa, grüß dich. Lass uns mal schauen, was der so zu verkaufen hat. Aha. Das ist das, was er hat. Und das ist das, was wir haben. Rübensamen. Rübensamen. Dieser Händler möchte nicht mit dieser Ressource handeln. Topfelm. Aber haben wir nicht irgendwas anderes noch, was wir da nutzen können? Kräuter, Kohl, ne. Der ist halt nur Waffen. Ja gut, ist ja ein Waffenhändler. Ist ja ein Waffenhändler. Wir können die Katze verschachern. Verkauf die Katze. Bringt uns sogar fast 7 Münzen ein. Alex, moin moin, einen wunderschönen guten Tag auch an dich, hallo. Ich glaube, wir haben nichts, was wir verkaufen können. Und wir haben auch kein Geld. Wir haben keine Kohle. Das heißt, wir sollen erstmal noch weiter hier. Verkauf Ranger, behalte die Katze. Hallo. Erster Eindruck, jetzt finde ich schon klasse. Vieles Neues hinzugekommen. Ja, das hat sich gut entwickelt, das Spiel. Ist das Spiel wie Vanilla RimWorld? Gibt es da schon Formen des DLCs, Kinderreligion etc.? Also Kinder, Religion etc. Das Spiel ist noch im Early Access. Also es gibt noch eine Roadmap. Da kommt noch einiges hinzu. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr vielleicht released wird oder sogar erst nächstes Jahr. Also wird auf jeden Fall noch entwickelt. Aber, also es gibt noch eine Roadmap, wo einiges drin ist. Werde ich euch gleich mal zeigen. Wir packen das jetzt mal hier hin. Wir müssen das hier so ein bisschen laufen lassen jetzt gerade mal. Wir haben noch eine Forschung verfügbar. Nahrung haltbar machen werden wir mal einwählen. Dann können wir nämlich ein Räucherhaus machen. Sunstroke, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Lass mich mal kurz gucken. Während die jetzt hier im Hintergrund ein bisschen rumwuseln, gehe ich mal auf Going Medieval. Bin immer auf die Seite. Und, liebe Damen und Herren, wir gucken uns mal die Roadmap an. Da ist sie doch. Ja, scheiße. Gibt es hier eine größere Karte davon? Nee. Ich hoffe, ihr seht das. Hier, das ist die Roadmap. Und ihr seht das hier, ne, wo halt der grüne Haken drin ist, ist alles schon erledigt. Als nächstes kommt noch
Raiding other settlements, also dass ihr andere Siedlungen überfallen könnt. Feuer und Entflammbarkeit soll hinzukommen. Dann ein Gefangenensystem. Dann befestigte Belagerungswaffen. Dann sollen große Objekte hinzugefügt werden. Religiöser Einfluss, natürliche Höhlen, Ruinen und es soll noch vieles mehr kommen. Das ist das Letzte, was alles kommen soll im Early Access. Und dann soll das Spiel irgendwann releasen. Wenn wir jetzt mal schauen, was haben die als Release angegeben. Die Funktion, die wir für endgültige Versionen geplant haben, zu erstellen und verfeinern, rechnen wir damit, dass es mindestens ein Jahr lang bleiben wird. Ja gut, das Spiel ist von 2021, also es ist fast 3 Jahre dann im Early Access gewesen. Aber viele Sachen. Ihr seht auch hier, ne, 89%, 87%, das ist ein sehr gutes Spiel. Ich selber habe eine Rezension sogar dazu verfasst. Weil mir das so viel Spaß macht. Ich schreibe sonst wenig Rezensionen, aber das hat mir echt viel Spaß gemacht. Endlich andere überfallen für mehr Menschen. Fleisch. Genau, ja. Ja. Outer Area. So sieht's aus. Gucken wir nochmal unten. Haben wir jetzt den Großteil da unten schon ausgehoben? Ne. Da fehlt noch was im Bergbau. Warum? Wer ist für den Bergbau zuständig? Belrea. Was macht Belrea? Läuft hin und her. Ist gerade am Forschen. Jetzt lass mal das Forschen sein. Jetzt lass den lieben Gott mal einen guten Mann sein. Und beweg dich mal woanders hin. Wir gehen jetzt mal hier unten hin. Du sollst jetzt mal hier den Keller ausheben. So, komm. Forschen ist gerade egal. Spiel es immer wieder gerne. Ja, glaube ich. Ja, wirklich. Ist ein Spiel, was unter dem Radar läuft. Jetzt ist zufälligerweise genau in dem Moment, in dem wir das spielen, hat Beam auch angefangen, Spiel. Oder Beam hat, glaube ich, kurz vor uns angefangen, Spielstart anzugehen oder ein Spiel zu starten. Und jetzt hat es hoffentlich dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wieder bekommen. Ich meine, Beam ist ja gigantisch groß als Content Creator. Vielleicht kommen da ein bisschen mehr drauf. Und dann kommt daneben der kleine Ranger und sagt, hallo! Das, was er sagt, ist richtig. Okay, das ist auch wieder reingefahren, ja, alles. Vor allem kommunizieren die Entwickler permanent. Jeden Montag kommt ein Post von denen raus. Das ist halt auch schön, ne? Dass du weißt, dass die ganze Zeit irgendwas passiert auch noch. Regale. Wir sollten anfangen, jetzt ein bisschen die Gebäude zu dekorieren. Das heißt, wir gehen jetzt mal höher. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir denn hier noch einsetzen können. Platzsparende vertikale Aufbewahrung hält die Gegenstände sauber und ordentlich und verhindert den Verfall von, durch Bodenkontakt. Die Regale können wir... Hoppala. Die Regale können wir auch... In die Lagerhallen unten drunter packen. Keine Sorge, Ranger, ich habe mir wegen dir vorhin das Spiel gekauft. Ganz viel Spaß damit. Ab wann zählt man denn als kleiner, mittelgroßer, großer Streamer? Welchen Zuschauerschnitt sollte man denn da haben? Willst du die Realität hören oder das, was man im Markt... wie soll man das sagen? Die Realität? Es gibt die Realität und es gibt die betriebswirtschaftliche Sicht. Das gibt's. Welches davon ist interessant für dich? Korbstuhl. Wir können den hier nichts anderes. Wir könnten den Holzsessel da reinpacken. Beide. Ah. Oh. Also, in der Realität, also wie es in der Wirklichkeit ist, unabhängig vom Geschäft ist es so, dass du schon gigantisch groß bist, sobald du 100 Leute im Durchschnitt hast. Der Durchschnitt über alle Content Creator und alle Zuschauenden verteilt, runtergerechnet, sind ungefähr 3 Zuschauer pro Streamer, 3 bis 5. Oder 6 sogar, irgendwo so in dem Bereich. Also unter 10 Zuschauer sind der Durchschnitt auf Twitch. Das bedeutet, der Großteil auf Twitch, wenn wir ja natürlich Leute haben, die 20.000 Leute erreichen, ne? Oder Hand of Blood, der 10.000 Leute immer erreicht, der nimmt natürlich dann gleichzeitig auf der anderen Seite, um diese Relation reinzubekommen, die laut Twitch existiert, hunderte von Content-Creatern, die dann von 0 Leuten streamen. Ne? Das ist die Realität.
Das ist es. Jetzt kommen wir zu dem Aber. Betriebswirtschaftlich. Betriebswirtschaftlich ist das Ganze anders. Und zwar ist es so, wir warten mal auf ein, wobei wir können die jetzt schon erforschen. Ne, wir warten noch. Bessere Deko. Es gibt eine Staffelung. Bis 100 Zuschauende, stell mal einen Park vor und sammel 100 Leute vor, die zuhören. Ja, eben. 100 Leute, bis 100 Leute bist du klein. Also es ist nur betriebswirtschaftliche Sicht, die zum Beispiel bei Verhandlungen und ähnliches ist. Bis 100 Leute bist du klein. Bis 300 Leute gehörst du dann zu den Aufstrebenden. Ab 500 Leute bist du mittel. Ab 1000 Leute giltst du als groß. Gut, ah, dankeschön für dein Follow. Im Durchschnitt, also durchschnittliche Zuschauerzahl. Das heißt, wir haben gerade eben, wir sind bei 600 Leuten im Schnitt im Monat. Das ist die Monatsrechnung. Also auf Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag verteilt. Mit Genrewechseln zwischendrin sind wir ungefähr bei 600. Ich glaube, wir sind gerade bei 598 oder so. Wegen des Dragon Dogma Streams gestern. Und damit bin ich gerade so über den Sprung Richtung Mittel hinweg. Ja, genau. So rechnet sich das ungefähr. So rechnet sich das ungefähr. Und das hat dann halt Einfluss auf verschiedene Sachen. So. Ab drei zuschauende Leuten, die dir jeden Monat 1000 Euro geben, kann man sogar davon leben. Das stimmt. Brauchen auf jeden Fall noch schönere Dekorationen. Dann gucken wir uns mal an. Hier den Lehmofen, den würde ich gerne hier hinsetzen. Ja, genau. Und das ist dann die Berechnungsgrundlage für alles. Also für alles. Auch für Deals und ähnliches. Und es kann vorkommen, das passiert im Strategiebereich tatsächlich weniger. Übrigens, ein interessanter Fun-Fact. Strategiebereich ist ja eigentlich eine Nische. Ne? Trotzdem gibt es viele Publisher, die einen Mindestsatz von 1000 Zuschauenden im Strategiebereich verlangen für bestimmte Sachen, damit sie überhaupt Geld dafür ausgeben würden, um jemanden zu sponsoren. Das ist ein kleiner Fun-Fact. Ist nicht bei jedem, ne? Ist aber in der Strategie vergleichsweise häufig zu finden, im Gegensatz zu anderen Genres. Wunderschönen guten Tag, Videogame History. Hallo. Ja, jetzt rechnet euch mal aus, wie viele Leute haben im deutschsprachigen Bereich 1000 Leute im Schnitt? Im Strategie. Maurice? Punkt. Pia? Ja? Genau. Gronkh, ja. Ja, Henno, also Gronkh und Henno sind für mich Variety-Streamer. Steinwald und WB haben nicht über 1000 im Schnitt. Ich würde die absolut den beiden gönnen. Aber 1000, wobei in manchen Spielen, zum Beispiel Civilization, da ist es ja, ne, also von dem her. Ja. Verlangen solche Partner einen Nachweis dafür oder vertrauen die darauf, dass du 1000 im Schnitt hast? Nee, das kannst du alles einsehen. Du kannst alle Zahlen sehen. Du kannst auch meine Zahlen alle sehen. Elotrix, Trimax, aber das sind keine Strategiestreamer. Ich meine jetzt nur Strategiestreamer, weil das geht ja um die Strategiewelt in dem Fall. In anderen Genres ist das wirklich anders. In anderen Genres kann das auch. Ich habe zum Beispiel ein Sponsoring für Final Fantasy für YouTube bekommen. Und die bezahlen, ich kann ja über die Details darf ich nicht reden, aber die bezahlen mich besser als Strategie. Bereich teilweise. So ein bisschen als Hintergrund dazu. Klein Hintergrundgedanken. Sieht aber nicht aus wie Final Fantasy. Guten Morgen. Hi. Zu FD. Naja, ich mache da ein YouTube-Video draus. Ich habe da nämlich Lust gehabt auf das Spiel und dann hat's, habe ich euch ja erzählt, ich habe Lust auf das Spiel gehabt und dann hat sich da eine Möglichkeit ergeben. Fand ich sehr cool. Ich meine Deals mit Publishern.
meine ich hier in dem Fall. Oller meinte auch Radler Talk, dass man mit 1000 Zuschauern im Schnitt als Streamer sorgenfreier leben kann. Ja, ich würde sagen, mit 500 im Schnitt kannst du anfangen davon zu leben und mit 1000 im Schnitt kannst du sorgenfreier davon leben. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, das bedeutet nicht, dass du automatisch mehr Subs hast. Zum Beispiel hier, wir haben eine extrem supportive Community, eine sehr unterstützende Community hier bei uns. Wir haben extrem viele Subs für das Zuschauerverhältnis, das wir da drunter haben. Viele Content Creator haben nämlich unten drunter, das seht ihr auch bei mir, eine Anzeige, zum Beispiel ein Sub-Ziel und den momentanen Sub-Count. Und da sind wir extrem hoch. Und das ist so der Schnitt ungefähr, wo wir uns befinden. So 1500 Subs, da sind wir auch bei Leuten, die größer sind und ein paar tausend Zuschauer haben. Das kommt dann über die Werbedeals, weil die Werbedeals dann halt deutlich mehr. Die steigen auch nicht exponentiell, also ist nicht so, dass wenn du 500 Zuschauer hast, bekommst du 100 € und mit 1000 Zuschauern bekommst du 200 €, sondern mit 500 Zuschauern bekommst du 100 €, mit 1000 Zuschauern bekommst du 1000 €. So ungefähr. Könnt ihr euch das vorstellen mit der Hochrechnung? Es gibt auch nicht viele Leute im Strategiebereich in Deutschland, die größere Zahlen erreichen, muss man auch dazu sagen. Das ist relativ selten, weil halt Strategiemarkt kleiner ist. Anis, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Bildungsranger wieder unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Wir haben uns jetzt gerade wieder verquatscht. Ich verquatsche mich bei dem Spiel so gerne. Seht's mir bitte nach. Ja? Seht, ich sehe schon YouTube-Kommentare. Ah, ich will das Spiel doch sehen. Seht's mir nach, aber ich liebe es, bei so Spielen zu quatschen. Weil das macht für mich das Entertainment hiervon aus. Dadurch wird's erstmal geil. Das macht. Ah! Dadurch kommt Spaß. Steht die Mauer endlich? Die Mauer steht. Ja. Wir haben auch angefangen, eigentlich schon Felder hier hinzuziehen. Kam irgendwie von Fußball und Trikots hier hin. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich lieb's einfach. Sowas liebe ich einfach. Frau Glitzer, wunderschönen guten Tag. Soll damit sagen, dass wir alt sind? Nee. Weil der Strategiemarkt nicht so umsatzstark ist wie andere Märkte. Ja. Ja, ich darf mich nicht verklappern. Bevor mir dahinter einen Strick draus. Also nicht von euch, sondern. Ist eigentlich auch scheiße. Ich lasse mir ja den Mund nicht verbieten. Also es gibt wilde Sachen, die. Operative Schildhalter. Verbessert das dann für die oder was? Tibul, moin, grüß dich. Hallo. Da kriegen wir nichts hin. Wir müssen uns dann noch mal was anderes überlegen. So, Burat, grüß dich, hallo. Also es ist so, ich schütte mir mal in der Zeit was zu trinken ein. Ranger ist ja auch Investigativjournalist, ne? Habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Playway zum Beispiel. Und ich rede ja auch gerne über Missstände, die es mal so hinter den Kulissen gibt. Ob das jetzt den Leuten gefällt oder nicht. Ich sag mal so, es gibt bei Strategie-Publishern auch die Allüre, ich sag natürlich keinen Namen, es gibt bei Strategie-Publishern auch die Allüre. Warum soll ich dich bezahlen? Du zeigst das Spiel doch sowieso. Also gebe ich mein Budget nicht für dich aus. Ungefähr so O-Ton-mäßig. Ja. Dann war das auch das letzte Mal, dass ich so ein Spiel spiele. Zwei, drei. Ich glaube, wenn wir hier noch so einen Balken hinsetzen. Ja, passt sogar. Dann nochmal.
Eins, zwei, drei. Hier. So. Ich werde keinen Publisher dazu sagen. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Strategie ist vielleicht nicht so umsatzstark, aber ich denke, Strategie-Spiele sind teurer als in anderen Sparten. Wir kaufen vielleicht nicht so viele Spiele, aber wir spielen diese lange. Ihr werdet euch wundern. Ihr werdet euch wundern. Ihr als Strategie-Community seid die umsatzstärkste Gruppe, die es gibt im Gaming. Vielleicht noch Mobile Gamer sind ein bisschen höher angesetzt. Gibt's andere als Paradox? Paradox ist super. Also mit Paradox arbeite ich sehr gerne zusammen. Oder Hooded Horse auch. So, wir setzen da mal was hin. Ja, die haben wir ja super hingesetzt. Juhu, wir sind wichtig. Es gibt auch Streamer-Allüren, wenn ich kein Key bekomme, spiele ich dein Spiel nicht. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das machen wir tatsächlich. Das machen wir weniger. Das machen wir tatsächlich weniger. Viel zu wenig Mikrotransaktionen. Ja, aber ihr kauft Spiele, die ihr wollt. Weil ihr halt eine sehr alte Zielgruppe seid. Alt, in Anführungsstrichen. Man geht im Regelfall davon aus, dass Strategie-Zuschauende schon ein bisschen älteres Semester sind, quasi mitten im Leben stehen, mit Familie, Partnerin, Partner und dann da Geld ausgegeben wird. Und ja, so ungefähr. Ich baue ein richtiges vor, na klar. Hör ich ja alt? Bitte was? Unerhört. Ich kaufe viele Spiele. Was habe ich mir letztens erst gekauft? Wir haben auch viele Spiele schon gespielt, die ich gekauft habe. Ich frage immer gerne mal an bei den Studios. Beispielsweise Anästhesie-Schwester, dankeschön für deinen Follow. Beispielsweise Bulkwalk, Falcon Year Chronicles. Gestern mitgeschrieben und habe gefragt, hey cool, habt ihr einen Key? Und dann, jo, alles klar, hier. Aber ich kaufe mir auch andere Spiele. Zum Beispiel habe ich mir jetzt SnowRunner habe ich mir selber gekauft. X4 Foundation, aus dem wir Content machen werden. Helldivers habe ich mir selber gekauft. Alle Spiele, die momentan nicht in Strategiespielen sind. Nightingale habe ich bekommen. Ja, genau. Ich habe mit Dune 2 angefangen, bin ich jetzt alt. Jeden Morgen beim Aufstehen knackt es woanders im Körper. Es gibt, ja klar, das gibt es auf jeden Fall auch. Das ist so ein bisschen, das ist natürlich hier alles ganz rudimentär so runtergepresst. Jeder von euch, der in der Arbeitswelt unterwegs ist, weiß ja, wie das ist. Das ist ja im Gaming-Bereich ist es ja nichts anderes, ne? Ich habe mir X4 gekauft mit allen DLCs. Also das war beim Winter Sale schon, ne? Deswegen, wenn Sale ist, dann stöber ich auch sehr gerne. Aber das kann ich mir halt auch nur erlauben, weil ihr mich so unterstützt. Und dann denke ich mir, machen wir mal. Oder was wir gestern zum Beispiel gemacht haben, das Giveaway, Dragon's Dogma 2 haben wir gestern zweimal verlost. Die habe ich auch gekauft, die beiden Keys. Die habe ich auch gekauft, damit ich euch ein kleines Dankeschön wiedergeben kann. Also, ich bin auch kein Fan davon zu sagen, ich schaue mir Spiele nur an, wenn es einen Key dafür gibt. Ich schaue auch ein bisschen darauf, was kann euch interessieren und vor allem auch, was kann mich interessieren, ne? Ganz einfach, Leute ab 30 haben mehr Geld als jemand, der 15 Jahre alt ist, so ungefähr. Genau, das ist ja ganz einfache, ist das eine Volkswirtschaft schon? Also ganz einfache Volkswirtschaft und einen betriebswirtschaftlichen Gedanken im Hintergrund, ne? Redest du gewählter bei Spielen, bei denen du Keys bekommst, anstelle von, das ist scheiße, das ist nicht so gut? Nee. Überhaupt nicht. Also nur einen Key zu erhalten als Content Creator ist kein Grund dafür, oder einen Key zu erhalten ist keine Einschränkung dafür. Ich lehne auch bewusst Sachen ab, wenn gesagt wird im Vorfeld, du musst das und das und das und das bitte bei dem Spiel sagen. Dann wird das nicht stattfinden. Das gibt's nicht. Ich drücke mich im Regelfall
sowieso versuche ich mich gewählter auszudrücken, auch wenn bei mir mal so ein Scheiße oder sonst irgendwas rauskommt. Hoffe ich, dass ihr es trotzdem merkt, egal wie bauernmäßig ich drauf bin oder wie aufgedreht ich bin, dass ihr trotzdem merkt, okay, der versucht sich ein bisschen Mühe zu geben bei seinem Reden. Helldiver, was liebe ich einfach. 2000 Stunden, krass. Ich ertragen konnte das Elend. Was ist eigentlich mit Murp? Was soll denn mit Murp sein? Manchmal kommt da Schalke raus, ja. Guten Profit wünsche ich. Weiß, klappt das wirklich gut. Obwohl ich aus dem Pod komme, wirklich noch zivilisiert. Ja. Oh, ich verlaber mich komplett. Entschuldigung. Florian, moin. Hör dich also nicht. Nee, das will ich ja auch nicht. Ich will ja, dass... ich will ja, dass wenn ihr bei mir reinkommt, ihr wisst... dass ich ein vernünftiges Deutsch spreche. Vielleicht so. Ihr wisst, wo ihr einschaltet halt bei mir, ne? Auch wenn wir unsere Witze machen. Die halbe Nacht gekostet, glaube ich. Ecke und ich haben alle letztens Bugs getötet. Aber nur einer kam raus. Und das war nicht Ecke. Murp war krank. Murp ist krank. McLeod. Deswegen hat er jetzt ein bisschen hat sich auskuriert. Er kuriert sich aus. Das ist der Hintergrund dazu. So. Aber hier unten ist immer noch nichts. Achso, wir haben keine Leiter dahin gesetzt. Dahin. Lachsen, grüß dich. Nee, ist immer noch im Early Access drin. Ich glaube nicht mehr, dass es noch allzu lange drin sein wird, aber es hat sich einiges getan mittlerweile. Ich habe das letzte Mal bei Release gespielt. Beziehungsweise ist das jetzt der zweite Stream, den wir zu dem Spiel haben. Sonst würden wir dich nicht so gerne zuschauen. Ich mag deine höfliche Art, ein Grund, warum ich dir gerne zuhöre. Eine angenehme Abwechslung zu dem, was im Alltag so erfährt. Freut mich zu hören. Warum glaubst du, entscheiden sich Leute für dich und deinen Content? Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin ehrlich mit euch, das habe ich euch ja schon mehrmals gesagt. Ich bin eine unfassbar selbstkritische Person. Teilweise zu selbstkritisch, muss ich auch dazu sagen. Und ich weiß nicht, warum ihr mich anschaut. Ich bin grundsätzlich, auch wenn ich solche... Ich weiß jetzt zum Beispiel schon wieder, dass wir so lange geredet haben, da werde ich mir schon wieder Gedanken machen, ob das guter Content dann für euch gewesen ist. Weil Leute dann reinkommen und sagen, ich will das Spiel sehen und jetzt geht der Ranger hier mit der Kamera hin und her, hält einen Überblick, ohne zu beschreiben, was er jetzt gerade macht und redet über was anderes. Aber einen Überblick habe ich trotzdem über das, was wir hier gerade versuchen zu veranstalten. Ja, deswegen, ich bin bei sowas viel zu selbstkritisch. Was mir aber auch, also ist es ein Problem als Content Creator. Andererseits ist es aber auch gut, weil durch diese Selbstkritik, die ich immer wieder ausübe in dem Bereich, reflektiere ich halt sehr, sehr viel. Eine Gruppe von Tieren ist aufgetaucht, die mir, glaube ich, auch sehr dabei, was mir auch, glaube ich, sehr dabei geholfen hat, so weit zu kommen, wie wir jetzt gerade sind. Kann ich die zähmen? Ah, da kommt leider nicht rüber. Weil ich ihn ganz lieber bin. Ist nur wegen dem schiefen Regal hier. Er kritisiert sogar seine Selbstkritik. Ja. Das Spiel ist irgendwie sehr meditativ. Oh, ja. Okay,
Gaming Creator und immer was aus dem Nähkästchen. Angenehme Stumpffarbe. Bodenständig. Weil du Ahnung von den Spielen hast. Was ist denn Stumpf? Ach, Stimmfarbe. Ach so. Die Kamera ist schief, weil Ranger schief ist. So wirkt er gerade. Ja, ich bin schief. Bin schief. Draußen wird es jetzt dunkel, das heißt, der Regen kommt wirklich rüber. Vielen Dank nach Schwerte, die mir vorhin den Bericht gegeben haben. Hab halt nichts Besseres zu tun. Ja klar, so geht's mir auch. So geht's mir auch. Freut mich aber, dass ihr hier seid. Ich mach das auch sehr gerne. Das ist für mich, ich bin sehr gespannt. Also jetzt draußen ist es ordentlich am Stürmen. Bin mal gespannt. Sonst gefällt mir der Humor und die kleinen Bildungseinheiten zwischendrin. Ja, dankeschön. Dankeschön. Das ist auch nicht gesund, diese Selbstkritik. Das muss man auch dazu sagen. Das ist etwas, was mich schon immer geprägt hat. Das ist auch etwas, das konnte ich damals im Studium immer sehr gut benutzen. Wenn dann die Psychologie-Seminare kommen. Und erkennt ihr euch hier in Krankheitsbildern wieder? Grundsätzlich kam ja auch dazu, wenn ihr euch nicht in einem Krankheitsbild erinnert, dann seid ihr ein Psychopath. Das wurde auch von den Dozenten damals in Psychologie gesagt, in klinischer Psychologie. Wobei sie auch recht haben, weil wenn ich euch jetzt ein Bild von klinischen, von Krankheitsbildern an die Wand werfe, 99% aus diesem Stream werden sich dort wiedererkennen. Das ist einfach so. Das ist wie wenn ihr Medizin studiert. Und irgendwann denkt ihr, habe ich das jetzt hier? Habe ich das jetzt hier? Und das konnte ich dann immer gut benutzen. Und was ist deine stärkste Schwäche? Ja, Selbstkritik. Selbstkritik in jedem Bereich. Dass ich mir verdammt viel Mühe gebe, egal bei welchem Spiel objektiv zu bleiben. Freut mich. Weder das Regal noch die Kamera und auch nicht du bist schief. Du kommst aus dem Pott, hier sind die Häuser schief. Kohlebergbau sei Dank. Genau, das ist es. Das ist es. Okay, jetzt ist es richtig am Plästern draußen. Geil. Es hagelt. Es hagelt. Gerade war hier absoluter Sonnenschein und jetzt hagelt's. Hagelt's etwa Komplimente? Deswegen gibt es für die Mitarbeiter in Einrichtungen, die sich mit psychischen Erkrankungen beschäftigen, auch Supervisor zum Beispiel. Ja. Das freut mich, Mira. Dankeschön. Oder Hagelsubs. Meine hohe Stimme, ja, die gefällt mir auch sehr gerne. Eiger, danke schön für dein Follow. Und jetzt auf gleich. Direkt den Weltuntergang wieder in Komplimente umdrehen. Ah. Aber das ist wirklich... Warte, ist meine Frau schon unterwegs? Nee. Die gehen gleich schwimmen. Die Familie. Und jetzt... Also sie gehen jeden Samstag gehen die schwimmen. Und jetzt... Mal schauen. Weil die fahren ja mit dem Auto nur kurz. Oh, ist er drin. Naja, mal schauen. Der Patient ist der Kranke. Erste Regel des Arztes. Ja, ja, glaube ich. Glaube ich, dass man. Da muss man sich immer wieder viel reinholen. Alliptis, Dankeschön für 5 verschenken. Sagst mal bitte den salutierenden Ranger für Alliptis in den Chat. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Heute schwimmen sie im Keller. Ich hoffe nicht. Lass uns mal hier die Bäume wieder abholzen. Da müssen wir jetzt nicht rausgehen. Das haben wir hier. Die haben wir ja schön hier um die Ecke. Und Just Crow, Dankeschön für deinen Follow. Sehr, sehr lieb von dir. Bei diesem Aprilwetter keine Chance. Ja. Apropos April, um mal zu den Spielen zurückzukommen, während die jetzt hier schlafen gehen. Ich habe gestern eine Mail bekommen für Manalords. Aber es ist kein Key, keine Sorge. Also ich habe noch keinen Key bekommen, keine Preview-Version oder ähnliches. Aber mir wurde schon mal mitgeteilt, wir stehen auf jeden Fall auf der Liste für die Previews drauf. Ja. Will ich nur mal angemerkt haben an der Stelle. Artikel schreiben für die GameStar. Oh.
Ich glaube, ich frage den Peter mal, ob ich für Männerlords einen Artikel schreiben kann. Wahrscheinlich nicht. Männerlords ist zu wichtig. Ich glaube nicht, dass ich das dann kriege, aber ich frage, glaube ich, mal. Da hätte ich echt Lust drauf. Also aus dem Dauerlöckerer, das macht dich aus und deswegen lande ich regelmäßig wieder hier. Es war ein schmaler Grat mit der Selbstkritik und man ist es dir auch immer wieder angesehen und mitbekommen, wenn du haderst, gerade von der Selbstständigkeit, aber diese ehrlichen Worte machen mich oft mehr als der jeweilige Content, machen nicht mehr oft mehr als der jeweilige Spiele-Content aus, wieder im Lurk. Freut mich zu hören und ganz viel Spaß im Lurk, der Tobi. Dankeschön. Ich hasse dich. Ich habe noch keinen Zugang. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Also ich habe das Spiel nicht mehr gespielt als ihr. Ja, ich sag's nur. Ich habe das Spiel nicht mehr gespielt als ihr. Also es ist noch, es ist, ich müsste hoffen. Also ich denke auch, dass es jetzt gerade noch keine Presse-Keys geben wird. Definitiv nicht. Die kommen meistens auch eher so kurz vor knapp rein. Ja. Ja, ich werde mal fragen. Ich werde mal fragen. Ich konnte jetzt aufgrund der, dadurch, dass ich krank war, konnte ich, normalerweise hätte ich jetzt sonst einen Artikel jetzt geschrieben, über ein anderes Spiel. Aber, oder beziehungsweise ich hatte die Möglichkeit, zwei Artikel zu schreiben. Einen davon habe ich nicht geschrieben, weil ich ein Sponsoring dafür bekomme. Das wäre halt dann kein objektiver Journalismus mehr, ne? Logischerweise, wenn ich dafür im Vorfeld Geld bekomme. Das geht nicht. Das andere wäre auch ein schönes Spiel gewesen, aber dadurch, dass ich krank war, konnte ich darauf nicht antworten. So muss ich halt sagen, geht leider nicht mit krank. Schade, schade. Läuft besser als CD 2. Ich bin noch kritisch, ne? Und manchmal abspeist von dem Spiel, was du zeigst. Und deine Haarpracht, der nämlich ein wenig an Ingo Apelt. Hallo! Das wird besser werden. Das als Maurice. Coppelius ist, glaube ich, auch noch drin. Auch Coppelius arbeitet auch mit dabei, ne? Ich bin noch ein bisschen kritisch, ne? Ich bin noch ein bisschen kritisch. Ich will Mannerlords noch nicht zu sehr hypen. Ich freue mich darauf. Das ist der mit der Doktorarbeit, genau. Die auch schon beendet ist. Ich will es noch nicht hypen. Ich freue mich darauf. Ich freue mich sehr darauf, aber ich würde trotzdem das Spiel. Ich hype das Spiel noch nicht. Aus dem Grund heraus, Cities Skyline 2 war für mich ein Spiel, das unfehlbar sein müsste. Ja, weil die Vorlage aus 1 war perfekt. Also hätten sie ja eigentlich nur noch. Wir machen jetzt mal hier einen Tisch für Holzarbeiten rein. Das geht mir ja sonst jetzt. Das dauert mir hier sonst zu lange. Also hätten sie ja eigentlich nur noch das kopieren müssen. In richtiger Variante. Und ich wurde so enttäuscht von dem Spiel, dass ich für mich selber sage: Okay, Mannerlords hat erstmal einen schwierigen Stand bei mir. Und das Projekt ist halt so ambitioniert. Und auch das müssen wir dabei beachten. Wir haben 50% des Spiels noch gar nicht gesehen, ne? Den Kampf. Woran die meisten Aufbauspiele scheitern. Allermeisten. Wir mal hier hin. So. Die Marke meiner Brille. Freigeist. Habe ich als Brillenmarke. Mich vor Lachen fast gestrullert. Gibt es Warno noch weitere YouTube-Videos? Zu Warno wird es nochmal was geben. Ich sag euch aber noch nicht was. Top-Spiel 1 des Jahres 2023. Ja, klar. Max sagte erst vorgestern wieder, dass für ihn Cities Skyline 2 das Spiel des Jahres ist. Ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch. Der Podcast, den Ecke und ich zusammen machen, da ist es doch ganz einfach. Er ist da für
und Pöbel. Und ich bin da fürs Wissen und den Humor. Ihr wisst es doch, ja? Also, wenn es um Wissensfragen geht, dann müsst ihr auf mich hören. Und wenn es um und Pöbel geht, dann hört ihr auf ihn. Okay, so, also, jetzt mal kurz hier wieder einen Fokus einmal rein. Wir brauchen nämlich jetzt nochmal Holz. Das holen die jetzt hier unten weg. Und wir wollen natürlich auch nochmal dann neue Bäume. Die neuen Bäume werden hier hingepackt. Materialien, Rohmaterialien, da müsste jetzt auch Holz bei sein. Ja, da haben wir aber vor allem viel. Aber ich frage mich, warum die jetzt hier... Gut, weil das Holz fehlt. Vielleicht deswegen. Lenia kommt. Ja. Lenia ist kein schlechtes Spiel. Da bin ich weiterhin der Meinung. Lenia ist kein schlechtes Spiel, aber die Kämpfe tun echt keinen Gefallen. Ja, ich glaube schon, dass der Entwickler von Manor Lords sich sehr viel Gedanken macht zu dem Realitätsanspruch und der Authentizität. Ich denke schon, dass das den Hauptfokus auch da drin bilden wird. Berrer ist halt nur am Forschen und ich verstehe nicht, warum er nur am Forschen ist, wenn Bergbau doch höher eingestellt ist bei ihm. Berrer. Hier. Bergbau ist auf 1, Forschung ist auf 2. Warte mal, wir gehen mal auf 2 hoch bei denen. So, jetzt kümmert er sich drum. Das dürfte eigentlich nicht sein. Normalerweise muss Bergbau an erster Stelle stehen. Nee, es ist ja immer noch das Holz. Ist immer noch das Holz. Ihr seid gute, schlechte Einflüsse. The good old Influencer Game. Oh, ich liebe es, aus Weizenbiergläsern zu trinken. Okay, naja. Also, wenn wir hier hinten auf jeden Fall noch ein bisschen davon anpflanzen, dann passt das auch alles. Wir sollten nochmal schauen, dass wir... Ich denke auch nicht, dass der Geld fixiert ist. Der würde ich auch so unterschreiben. Wir nehmen das hier nochmal weg und dann werden wir Erde aufschütten. Und ich würde auch noch gerne hier drüben anfangen, auch hier die Erde abzutragen. Und das hier nehmen wir nochmal weg. Und dann können wir jetzt einmal eine Leiter hochsetzen. Weil dann kommen wir nämlich auch auf jeden Fall nach da oben und dann können die hier arbeiten. Melzer ist aus dem Kühlschrank. Haha! Dann gehen wir jetzt einmal runter in die Höhlen. Auch hier. Können die das dann nicht? Ne, es sind einfach keine Ressourcen da. Und bei Phil, einen wunderschönen guten Tag auch an dich. Hallo. Wir können ja mal erst knackt's, dann knallt's. Knabe mal's. Also neben Waterdrop, mit dem ich sehr zufrieden bin, würde ich auch einen Knabe mal Sponsoring annehmen, wenn der mal sucht. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein. Wenn der sagen würde, hier, Influencer, und Waterdrop aussagen würde, yo, ist für uns in Ordnung, weil es halt beides Getränke, würde ich Knabe mal machen. Mit dazu. Die Ranger-Schokolade. Ich fand die Idee gestern, die einer von euch gegeben hat, mit Kumpel-Schokolade mal zu korrespondieren, fand ich tatsächlich sehr genial. Habe ich gestern sogar drüber gesprochen mit meiner Frau. Hagelsturm, da ist es, umweltbezogen. Eine eisige Brise kündigt einen heftigen Hagelsturm an. Die Siedler von Neurangerstan zitterten unruhig und suchten eilend Schutz, während sich das heftige Geprassel verstärkte. Sobald der Sturm vorüber war, kamen sie heraus, um zu sehen, welche Feldfrüchte und ungeschützten Ressourcen übrig geblieben sind. Übrigens ist der Hagelsturm bei mir jetzt vorbei und die Sonne kommt wieder raus. Sowas hasse ich. Boah. Was hat die Göttergattin dazu gesagt? Die findet die Ideen super. Die sagt halt, Schokolade passt halt zu mir, ne?
Die hat auch gesagt, ein Energy Drink würde auch zu mir passen, weil ich das halt echt viel trinke, ihr wisst ja. Aber da habe ich ja gesagt, nee, das möchte ich nicht, weil so viele das haben und weil ich eigentlich auch davon weg möchte. Und sonst hat sie gesagt, sonst würde halt super zu mir passen, irgendwie sowas wie ein Imbiss. Currywurst oder so. Melotier, danke schön für deinen Sub, sehr, sehr lieb von dir. Du weißt das Spiel, wie das Wetter draußen ist? Ja, ne? Das sind die Fragen. Sollen die hier drüber laufen? Das ist jetzt die andere Frage, die wir noch haben. Dann können wir aber das hier unten wenigstens abbrechen, die Leiter. Maika Currywurst. Oma, haben wir noch Curry King? Frittator Face, hallöchen. Um ein Abo dazulassen. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dafür. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. So. Vielleicht auch Tee, nachdem du den so gerne verschüttest. Hey, Teekanne? Huh? Oder hier Messner-Tee machen ja jetzt Social Media. Ich hoffe, die kriegen dadurch jetzt gleich keinen Schaden. Vor allem hoffe ich, dass sie das jetzt gleich nochmal ernten können. Maxim, viel Spaß im Real Life. Lass dich nicht ärgern. Ich trinke eigentlich auch nur Teekanne eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Oder halt auch den Tee von Waterdrop. Wir haben ja auch Tee. Den trinke ich auch gerne. Den kann man halt gut mitnehmen. Haben wir denn jetzt hier... Warte mal, die Bäume können wir doch auch noch fällen. Brauchen nämlich noch ein bisschen Holz. So, die drei fällen wir... Die vier fällen wir auch noch mal. Jetzt kommt die Sonne raus. Hoffentlich hält das hier oben. Ich habe jetzt gleich Angst, dass das auf einmal einbricht hier. Erstmal nur aus Elden Ring. Was war das? Nee, sag's noch nicht. Ich spiele gerade Elden Ring. Nicht, dass du mich da auf einmal spoilerst. Wir reißen das hier einfach ab an der Seite. Ist die Kumpelschokolade Fairtrade und vielleicht sogar vegan? Kann ich dir gerade nicht sagen. Ich habe zwar eine rühmende Tafel liegen. Könnte ich mal draufschauen. Weiß ich aber allerdings nicht. Ich habe mich mit Messmer Cold Tea influenzen lassen. Der hat mir aber, der hat bei mir Waterdrop gelöst. Was? Die guten Waterdrop? Hast du den Trailer schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Ich würde das gerne auch im Stream spielen, das DLC. Auf die Gefahr hin, dass ich dann alleine hier sitzen werde, aber ich hätte da richtig Lust drauf. Ich will nur weit genug spielen jetzt. Kann es sein, dass Ranger aus der schönsten Stadt des Ruhrgebiets kommt? Kommt drauf an. Was ist denn für dich die schönste Stadt des Ruhrgebiets? Jetzt sag nicht Gelsenkirchen. Dass du kein Holz oder Kohle, sondern Zweige nimmst, spielt keine Rolle beim Brennwert, spart aber immer viel Holz. Wo können wir das denn definieren? Essen? Da habt ihr mich erwischt. Ich bin Essener Jung. Ja, sie schoddert. Also redet man gar nicht hier, ne? Ich komme aus Essen, ja. Essen, Hauptstadt vom Pott. Ich liebe Essen. Also nicht nur die Tätigkeit, sondern, ja, bearbeiten. Brennstoffholz. Okay. Stauder, das Thema war im YouTube-Video. Ich bin Essener. Danke für den Hinweis auf jeden Fall, Raymond. Grüß dich, hallo. Er war Essen in Essen. Ich bin wirklich, also Lokalpatriot, wenn man das so sagen möchte.
Es gibt für mich keine schönere Stadt, weil es einfach für mich Heimat ist. Und es gibt die zweitschönste Stadt war für mich Hamburg während meines Studiums, aber mittlerweile liebe ich es halt einfach. Auf der Verpackung von Kummel steht, sie setzen auf Fairness und Transparenz. Von vegan steht nichts drauf. Ich gucke da uns gleich einmal drüben hin. Guck uns gleich einmal drüben. Bei mir auch nochmal. Im Regal nach. So, urverliebt. Ja. Wolltest du nicht rechts ein Feld anlegen? Wir haben dafür keine Samen momentan. Also ja, aber wir haben keine Samen. Nur die einzelnen. Kein Millennia. Ich habe mich mit den Embargo vertan. Morgen kommt erst Millennia. Weil am Morgen darf ich euch alles zeigen. Beziehungsweise später am Tag darf ich euch alles zeigen. Aber noch nicht heute Morgen. Raby. Deswegen kommt morgen Millennia. Stefanios, danke schön für dein Follow. Okay, so. Ich werde mal ganz kurz eben ums Eck gehen. Ich lasse euch mal ganz kurz alleine mit dem Spiel. Währenddessen lasse ich euch von einer KI besingen. Ja, ist das nicht schön? Währenddessen könnt ihr jetzt einer KI lauschen. Ich bin sofort zurück. Denkt übrigens daran, wenn ihr Strategiespiele mögt, lasst sehr gerne ein Follow hier. Bei uns gibt es zu 90% alles aus der Welt der Strategiespiele, von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung und auch neue Releases von Spielen wie beispielsweise Dragon's Dogma 2. So sieht zum Beispiel ein Programmplan für die nächste Woche aus. Wir werden morgen ab 9 Uhr Millennia spielen. Preview, da darf ich euch das gesamte Spiel zeigen, bis ins Late Game. Montag werden wir uns Stellar Settlers ab 17 Uhr anschauen. Dienstag fangen wir schon um 15 Uhr an. Von 15 Uhr bis 17 Uhr gibt es Bulwark, Falconeer Chronicles heißt es, glaube ich. Und ab 17 Uhr dann Lethal Company mit Ivraldis, Ecke und Rino. Und Samstag könnte ich mir vorstellen, dass wir uns The Former Torque anschauen. Vielleicht gibt es aber auch nochmal eine Abstimmung auf Discord, also schaut auch gerne auf Discord vorbei. Sagt euch das zu, gerne ein Follow da lassen. Ich freue mich über jeden einzelnen Follower, man kann nie genug davon haben. Und ich bin sofort zurück. Bis gleich. Ihr wisst ja vielleicht, bevor wir weitermachen, liebe Leute, ein kleiner Shoutout an meine werten Sponsoren heute. Liebe Leute, oh Gott. Schauen wir uns mal wieder Waterdrop an. Hier bekommt ihr 10% Rabatt. Ausrufezeichen Waterdrop einfach in den Chat oder auf YouTube unten drunter schauen. Ranger 10 eingeben und 10% Rabatt bekommen. Cola ist zum Beispiel wieder zurück. Da wurde ich sehr häufig gefragt, was ist mit Cola, Ranger? Ich will Cola probieren. Das hier könnt ihr euch dann holen. Am besten in Mineralwasser reinpacken. Passt nur auf, dass die Flasche, dass sie irgendwo ein Ventil hat, damit dann auf einmal nicht eure Flasche wegplatzt, wenn ihr die dann aufmacht. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Trinke ich auch sehr gerne mit Mineralwasser, am besten eisgekühlt. Oder was jetzt im Sommer sehr gut sein wird, ist zum Beispiel hier der Bestseller. Den kann ich mir zum Beispiel mit dem Eistee Pfirsichgeschmack. Oder haben wir den hier? Hier, da, Mikrodrink-Eisreh-Probierpaket. Das hier solltet ihr euch holen, 10% Rabatt für den Sommer, für die heißen Temperaturen, die jetzt vielleicht in nächster Zeit kommen werden. Aprilwetter, ihr kennt es ja, wer weiß, wie es dann so sein wird. Da könnt ihr richtig zuschlagen. Also hier Heidelbeer ist mein absoluter Lieblings-Waterdrop. Und die hier habe ich auch schon probiert, hat meine Frau allerdings mehr getrunken und ich habe nur einmal probieren können. Das hier hat aber auch sehr lecker geschmeckt. Berry. Berry-Mikrolyte könnte einfach in so ein Mineralwasser reinpacken und dann schmeckt das so nach so einer Beerenschorle. Auch mega lecker. Mega lecker. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr wollt. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr wollt. 10% Rabatt bekommt ihr. Perfekt. Hadis, guten Morgen. Hallo. Hast du nicht ein Casting für Synchronsprecher? Ja, ich muss auch jetzt bis Ende des Monats wird meine Synchron, muss ich meine Synchro einsprechen und dann werdet ihr die wahrscheinlich sogar schon im April hören. Very unge, very ungern. So, okay. Jetzt gucken wir mal, haben die jetzt in der Zeit, in der ich kurz in der Pause war, hier unten die Leiter gebaut? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Aber warum nicht? Haben wir so wenig Materialien in dem Fall? Holz ist halt absolut absolute Mangelware. Welche Spiele ich synchronisiere? Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, deswegen sage ich es mal lieber nicht.
Deswegen sage ich es mal lieber nicht. Vielleicht auch in dem Fall, falls das nicht ausreichen sollte von der Qualität. Kann ja auch sein. So, wir wollen hier nochmal ein paar Bäume fällen. Bin auf Cola gespannt. Lass es dir schmecken dann auf jeden Fall. Worms. Genau, Worms. Ziel anklicken und Bau priorisieren. Ja, aber wir haben kein Holz. Das ist das Problem. Jetzt habe ich genau einen Tageszyklus über Pause gemacht und war ums Eck. Da kannst du ja auch nicht ausdenken. Wirklich. Für immer werden wir hier mal Fleisch herstellen. Sobald wir Fleisch irgendwie reinbekommen. Warcraft 4 wäre mein Traum, wenn ich das könnte. Aber was passiert mit der Milch, dass wir so wenig Milch haben? Holt ihr euch die nicht da raus bei den Ziegen? Ja, wir müssen jetzt irgendwie das, wir müssen das hier hinten holen. Wir lassen jetzt nochmal die Zeit beschleunigen. Der Magier aus Age of Empires? Meinst du Priester? Ohlolo. Und sollen wir die Handelskarawane fressen? Ja, vielleicht ein bisschen wild. Für Ernt markiert falsch. Ja, wir warten ja, bis die Samenbildung einsetzt, ne? Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Ja, dafür gab es aber eine Lösung für Warcraft 4, wie man dann den Leuten das erklärt. Ich weiß das aber nur nicht mehr. Genau diese Frage gab es mal. Ich weiß gar nicht, ob das bei der GameStar sogar war. Dorfbewohner sind erschöpft. Die Samenbildung beginnt meist im Alter von 10 bis 12 Jahren. Mein Gott! Ich rede von denen hier. Ira, mach's gut. Ciao. Schön, dass du da gewesen bist. Hau rein. Und dann wollen wir mal hier unten schauen, dass wir... Also jetzt haben wir auf jeden Fall dafür wenigstens genug Holz. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo der Holz aufbewahrt wird. Aber die Frage ist halt, lebt halt der alte Holzmischel noch? Lebt. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Stirbt nicht. Lebt denn der alte Holzranger noch? Holzranger noch. Holzranger noch. Lebt denn der alte Holzranger noch? Wen haben wir nochmal für unseren Bau eingeplant? Ilaniana. Shit-Tide. Das heißt, wir nehmen jetzt gleich Ilaniana. Lass die Finger von Ilaniana. Lass die Finger von Ilaniana. Alle Mädels, alle Jungs sagen, oh, das ist die Mega-Show. Hast du eigentlich mal Kenshin angeguckt? Bisschen random die Frage, aber naja. Ich habe gesehen, dass das EdoP gespielt hat. Das sah irgendwie cool aus. Donnergott, moin. So, wird das jetzt endlich fertig gebaut? Ja, Gott sei Dank. Das ist das, was wir brauchen. Bei mir kam die Meldung, dass meine Tiere verhungern, damit die dann 2 Sekunden später von selbst zum Futtertrog gehen und essen. Ja, noch haben wir genug Essen für die. Bei Siedler? Nee, bei Pioneers of Pagonia hat er was eingesprochen. Den Erkunder, glaube ich. Und in WoT, ja. Aber Hand of Blood ist auch eine Koryphäe. Das muss man auch dazu sagen. Von der Komplexität noch was draufwerfen gegenüber RimWorld. Oh, eigentlich, ich müsste erstmal RimWorld spielen. Jan Korchermann, grüß dich. Und der Holzmichel kommt. Ja, der Holzmichel, der gute alte Holzmichel. Wir gehen mal auf Schmelzen. So. Hast du kein Lagerfeuer? Doch, hier. Aber irgendwie will er gerade nicht. Avari, dankeschön für deinen Sub im 18. Monat mit den Worten Blub. Dankeschön. Vielen lieben Dank dafür. Das
Essen wird halt. Also das hier müssen wir einmal die Samen rausbekommen und dann können wir hier wenigstens richtig loslegen. Jetzt wird auch unterirdisch wenigstens ein bisschen was abgebaut. Dann versuche mal das hier als erstes wegzunehmen. Beschleunige das mal kurz, damit ich das jetzt nicht vergesse. Den hier auch nochmal. Beschleunige ich auch, um das nicht zu vergessen. Also ich würde richtig gerne mal mit euch gemeinsam das, also das mindestens das neue RimWorld DLC. Welche Dichtung haben die denn? Wärmedämmung 0,2, 0,9, 0,87. Ja, leck mich doch am Zückerli. Ja, Lehm haben wir nicht. Gibt Kalkstein. Oh, Kalkstein hier reinbauen. Und dann einmal die Holzbalken hier drüber. Zack. So. Ja, dafür haben wir jetzt hier die Decke, federn wir jetzt ab. Wie gesagt, ich würde das gerne mal mit euch machen. Ich hab ja auch vor. Also, was heißt, ich habe vor? Die Idee gab es ja mal. Oder die Idee ist ja immer noch da. Wir haben ja mal diese immer zwei Streams in Folge, samstags und sonntags, zu einem bestimmten Spiel gemacht. Das würde ich gerne mal machen. Natürlich vorausgesetzt, dass ihr Interesse daran habt. Da bin ich ja immer transparent genug, ne? Das sage ich ja immer wieder. Wenn ihr daran kein Interesse habt, dann ist ja der Content hinfällig. Aber sonst, ja, wenn ihr mal. Oh, wobei. Gegenstände für Holz zerlegen geht auch hier dran. Aber wenn das Interesse groß genug wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir mal so ein Wochenende RimWorld reingehen, damit wir uns das Ganze mal angucken können. Mal schauen können, wie das Spielprinzip so ist. Die Leute den Chat benennen werden. Mal bei den Peets gesehen. Habe ich mal bei RimWorld gesehen, bei Bonjour. Ohne Vanilla wissen, ist es tödlich. Ja, wir spielen ja auf einfach. Glück auf, Kumpel. Jetzt geht's in die Grube. Genau. Jetzt geht's einmal tiefer runter in die Grube. Wir schauen uns jetzt mal an, wie wir das hier machen werden. Wo sind hier die RimWorld-Ultas? Ich glaube, davon gibt es bei uns gar nicht so viele. Bei uns ist einfach, ja, Hauptsache irgendwas mit Strategie, dann geht das schon los. Die holen jetzt das Holz da vorne ab, ne? Lass uns nochmal kurz hier rüber gehen. Wir brauchen wirklich langsam Lehm. Wir müssen mal als nächstes gleich Lehm angehen in der Forschung. Wir müssen mal als nächstes gleich Lehm angehen. Wir können auch angeln. Ja, die Nahrung reicht im Groben. Also die Nahrung ist noch nicht so, dass es runtergeht. Wir brauchen das hier, Lehmziegel fertigen. Wir brauchen so einen Brennofen. Und um Lehmziegel zu fertigen, brauchen wir Lehm. Willst du mich veräppeln? Wobei, warte mal. Lehm an sich ist ja auch gar nicht das Problem. Wir können ja Lehm hier einfach abholen. Hier ist auch Lehm. Liegt doch oben direkt drauf. Alle am wild gewordenen Eichhörnchen gestorben. Da sehe ich mich. Wild gewordene Eichhörnchen. Ja. Okay, der baut da drüben dann die letzte Palisade jetzt auf. Jetzt müssen wir mal kurz beschleunigen. Haben wir. Hier oben ist ja jetzt auch mittlerweile alles fertig, ne? Ja. Das heißt, hier könnten wir Banner hinpacken. Und jetzt werden wir das nochmal da dran setzen. Kommt man hier hoch zumindest. Lass uns nochmal einen Holzboden hier reinsetzen, damit das nicht so wild aussieht. Eine kleine Dachterrasse, die wir uns hier hinsetzen werden. Nur mit einem kleinen Zaun am besten. So, wir lassen jetzt mal das Dach aktiviert. Wobei. Ja, wir lassen das Dach jetzt mal. Ja, wir lassen es deaktiviert. So, wie sieht es hier unten aus im Keller? Ohne Spaß, da würde ich gerne wohnen. Ja, das hört sich doch gut an.
So, dann haben wir jetzt hier wieder Struktur reingebaut. Jetzt müssen wir nur noch den Querbalken da oben hinbekommen. Setzen wir mal eine Kalksteinwand hier rein. Ja. Einfach damit wir die schon mal haben. Guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Also ich bin bislang wirklich stolz auf das, was wir hier gebaut haben. Bislang bin ich stolz auf das, was wir hier gebaut haben. Überleg, ob wir das Terrain noch hier so ein bisschen abändern. Dass es vielleicht nicht so weit da vorne geht. Zum Beispiel auch, indem wir jetzt hier nochmal was hinsetzen. Das da einmal weg. Wenn da nochmal was hinsetzen, dann sind wir ein bisschen sicherer jetzt hier. Und dann können wir hier drüben anfangen, ein paar Bäume hinzupflanzen. Dafür gehen wir nochmal zurück. Wir werden einmal Birke. Wir haben Feldahorn, wir haben Eiche. Shetite sieht Big Ben jetzt als Freund. Der Grund war angenehme Konversation. Angenehme Konservative. Das ist kein geeigneter Bodentyp für die. Nee, das ist Salz. Felsiger Boden. Erde. Ja, super. Na, super. Ja, dann bauen wir hier nochmal Eiche hin. Eiche rustikal. Ah, das eignet sich nicht so für die. Das heißt, das nehmen wir weg. Okay. Ausgewachsen, abgestorben. Desadil, viel Spaß beim Unterwegssein und vielen lieben Dank für dein, dass du hier da warst. Dankeschön. Bei mir steht schon die Steinmeile. Das soll aber auch aus Holz sein, ne? Wer hat die Erde gesalzen? Lecker. Salzende Erde. Wir sollten einmal hier reinbauen. So. Damit wir hier einmal alles drin auffüllen können. Weil das müssen wir nämlich auch noch machen. Dann können wir nämlich... Haunskal, Grüße und vielen lieben Dank für deinen Sub im 19. Monat. Thank you for traveling with German Ranger. Mach mal das da weg. Wobei, nee, halt. Abbrechen. So, haben wir. Kannst auch von oben auffüllen. Das wollten die vorhin nicht. Deswegen gehe ich jetzt einmal da rein. Kommt man zu Ressourcen zurück, wenn man abreißt? Ja, aber ich glaube nicht voll 100%. Das ist die dümmste Zinssetzung, die ich bisher gesehen habe. Ja, man muss in allen ein Extrem schaffen, ne? Die dümmste! Sag mal, wie kannst du denn keine richtigen Burgen bauen, Ranger? Hast du etwa keine Burgologie studiert? Du Doofkopf! Oh, du willst jetzt zusammenreißen, Jung. Ich find's schön so. Ja, die können da durchschießen. Da, guck mal. Da, da, da. Weil sie, glaube ich, gar nicht nach oben kamen. Du hast absolut recht, die kommen ja gar nicht hier raus. Wir haben gar keinen Ausgang. Ja. Warum haben wir denn hier keinen Ausgang? Den setzen wir mal hier hin. Moment, ist der jetzt richtig gesetzt? Ist der jetzt da reingesetzt? Es gibt in dem Spiel auch Bedrohungen von außen. Ich weiß nicht, warum wir so wenig Bedrohungen gerade reinbekommen. Was ja an sich eigentlich auch noch ganz gut ist. Oder doch, es ist da reingesetzt worden, glaube ich. Aber wir haben gerade wirklich wenig Bedrohungen. Was ich gar nicht so schlimm finde, muss ich sagen. Darf Keks, Dankeschön für deinen Follow.
So. Den setzen wir dann da rein, damit das abgeschlossen ist. Ping Ponguin, grüß dich. Eigentlich hätten die gerade Freizeit, aber trotzdem arbeiten die noch. So. Die süßen Otter kommen nicht mehr, weil wir hier eine Tür hingebaut haben. Ich bin Hulk, moin. Der Burggraben vor der Mauer. Den müssen wir auch noch bauen. Wir müssen hier noch viele Sachen bauen. Wobei, wir haben ja hier... Wir können ja seit dem letzten Update, können wir ja mit... können wir ja mit Wasser experimentieren, wo wir das lang fließen lassen wollen. So, dann beschleunigen wir nochmal die Zeit. Und wir müssen hier nochmal ein Dach hinbauen. Und zwar das hier. Das drehen wir einmal und setzen das dann hier hin. Es gibt noch verschiedene Variationen davon. Ach so, für den Untergrund. Ich glaube, wir nehmen den hier. Neue Saison, Herbst. Der Herbst brauste heran mit knackigen Morgen und kühleren Tagen. Das war die Jahreszeit, um sich auf den Winter vorzubereiten. Warme Kleidung zu schneiden und sich mit den Lebensmitteln und Vorräten einzudecken. Oh. Das hier. Gucken einfach mal, ob das dann aussieht hinterher. Müssen wir noch schauen. So, wir können das hier, wir können den hier auch anders machen, ne? Wir können den hier auch... Oh, der ist falsch rum. Hä? Oh! Ja, doch. Doch. Das kann man so machen. Da wird in der Freizeit gearbeitet. Oh, ich habe die Zeit noch doppelt laufen lassen. So wie ein Timberborn. Ich glaube nicht ganz so wie ein Timberborn, aber so ähnlich ungefähr. Die hat sämtliche Bäume auf der Karte. Boah, jetzt was. Kalidun, wunderschönen guten Tag. Hallo. Scholl, grüß dich. Ich habe hier eigentlich alle Spiele, die du spielst, aber hiermit werde ich nicht warm. Ist hier zu wenig Action oder warum genau? So, wir wollen uns nochmal ein paar Feldahorn hier hinsetzen. Nicht zu verwechseln mit dem Feld-B-Horn. Gucken wir nochmal kurz nach den Samen. Wir haben jetzt nämlich wieder ein paar Samen bekommen. Das reicht hier aber noch nicht aus. Wachsen da Bäume aus dem Kohl? Das sind die Blüten, das sind die Knospen. Das können wir dann hinterher für uns ernten. Geh weg von dem! Wie oft erhält man den neuen Bewohner? Bei jeder Aktion eigentlich. Kann es gar nicht genau sagen. Okay, das ist ja... Aber das hat man manchmal auch bei Spielen, ne? Ich meine, das hat man auch bei Spielen. Das kann ja mal immer wieder vorkommen. Ich persönlich mag halt diesen Burgenbauaspekt sehr gerne. Der holt mich total ab in dem Spiel. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht so der Mittelalter-Typ bin. Das wisst ihr ja, ne? Ich spiele ja gar nicht... Also Mittelalter ist jetzt nicht mein Hauptgenre, aber... Ja. Xerxes, dankeschön für dein Follow. Wisst ihr, was das Schöne ist? Während wir hier spielen, fallen mir immer wieder ganz viele Spiele ein, die ich noch mit euch spielen möchte. Also Stardew Valley haben wir, das Elden Ring DLC, da hätte ich mal Lust drauf, mit euch gemeinsam zu spielen. The Thaumaturg haben wir drüber gesprochen gehabt. Aber es gibt noch ein Spiel, das ich auch noch gerne mit euch anwerfen würde. Und das wäre Expeditions Rome. Und zwar fürs Unter-dem-Radar-Format. Hat noch keiner die Priorität jetzt reingepackt, ne?
Kampfgefühl über Battle Brothers, wo dann richtige Köpfe fliegen und Schäden und Streitkolben zermatscht werden. Battle Brothers ist aber auch super genial. Und ich mag auch die Grafik sehr gerne von Battle Brothers, obwohl die ja häufig kritisiert wird. Dorfbewohner verhungern. Okay, sollen sie aber wirklich hier gerade sagen, dass sie verhungern, ne? Lass mal jemanden angeln. Zählt Jagen zu Angeln? Fragen mit dem Ranger. Jagen von markierten Tieren. Und ich wollte mit Ivaldis. Nein, ich wollte mit Ivaldis nicht Sons of the Forest spielen. Schönes Restwochenende wünsche ich dir auch, Anis. Schön, dass du da warst. Genau, das hat diese Woche ein Patch bekommen. Deswegen komme ich da drauf, Montravan. Umgang mit Tieren ist das? Umgang mit Tieren, ist das okay? Wo haben wir das denn? Banyang. Tierhaltung? Nee, Tierhaltung ist das doch nicht, oder? Ist das Tierhaltung? Okay, ja, da macht sich Elaniana gerade auf den Weg. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Da ist er. Am Angeln. Ich hoffe, du bist ein guter Angler. Du kannst Sons of the Forest auch eine Burg bauen. Aber das ist mir dann zu gruselig. Also ist mir zu gruselig, mit Ivaldis zusammen da zu spielen, weil ich weiß, was sie sonst machen wird. Da habe ich Angst vor. Das ist das große Problem. Wir bekommen einfach die Samen nicht daraus. Big Ben sieht Chetite jetzt als Freund. Der Grund war wunderbare Konversation. Das ist doch super. Siedler sind verärgert. Was ist denn jetzt am Verhungern? Religiöse Aktivität bedürftig. Verzweifelt durstig. Keine selber zum Kannibalen werden. Sons of the Forest nicht. Genau. Ne? Genauso sieht's aus hier. Okay, der holt auf jeden Fall den Fisch her. Wie sieht's unterirdisch aus? Gut. Gut. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das heißt, wir werden hier noch eine Kalksteinwand reinsetzen. Und dann können wir jetzt mal anfangen, hier abzubauen. Weil da kommt jetzt überall Kalkweinstand rein. Kalksteinwein! Olodril, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Und dann können wir nämlich hier den Boden, da werden wir auch nochmal was reinpacken. Welcher hat eine bessere Werbedämmung? 0,05, 0,7, 0,2, 0,75. Okay, der Holzboden ist also noch ein bisschen besser. Den setzen wir uns dann hier rein. Lehm wäre besser. Lehm haben wir leider nicht. Aber Lehm ist nur 0,1 besser. Also, wir haben hier bei Lehm 0,9 und der hat halt 0,87. Also 0,03. Das können wir noch verkraften dann an der Stelle. Und dann können wir eigentlich, ich glaube, im Regal können wir ja auch Essen lagern, ne? Im Regal können wir ja auch Essen lagern. Das heißt, wir setzen dann hier ein Regal rein. Müsste ja dann gehen, soweit ich es verstanden habe. Kalkweinstand. Kalkhandstandwein. So, okay. Die sollen das Regal aber auch gerade bauen. Ich bin zufälligerweise Spezialist im Regal gerade bauen. Ich weiß, wie das gerade gemacht wird. Ja? Und damit es ja mal klar ist. Wir könnten uns jetzt noch ein paar Klamotten schustern. Winterkleidung. Wobei der Winter hat ja ganz gut gepasst. Dafür brauchen wir Kleidungsmaterial. Aber was zählt denn als Kleidungsmaterial? Leder. Machen wir 5 Stück. Machen wir 5 mal Winterbekleidung.
Ja, aber das können wir erst einstellen, wenn, glaube ich, wenn es fertig ist, ne? So wie ich es jetzt gesehen habe. Also ich kann hier leider noch nicht reinpacken. Und noch keinen Filter drauflegen, leider. Eine Brücke zur anderen Seite. Aber da würden wir uns jetzt gerade erstmal nur eine Angriffsfläche machen, ohne dass wir dafür viel mehr bekommen. Ich würde da schon gerne eine Brücke rüberbrachen, so ist es nicht. Hier so. Hier könnte man das super machen. Einmal hier hin. Einmal hier rüber. Und dann geht's. Warte mal. Muss mal gucken, ob das hier. Ist das das? Ja. Nee. Shit. Hört ihr auch das Spulenfiepen? Ich weiß nicht, wo das herkommt, muss ich sagen. Jetzt ist es weg. Ich muss mir unbedingt einen neuen. Ich hole mir morgen. Nee, heute. Heute bestelle ich mir noch ein neues Mikrofon. Nämlich das von Shure. Dann haben wir noch eine bessere Stimme. A40 für die Feinde bauen. Dann kommen die nicht mehr durch. Hi, Joshua. Ja, yeah, Shure. Ja. Über 7 Brücken musst du gehen. Willst du Ranger im Campo untergehen sehen? Hallo, 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 hallo. Du meinst wohl... Ne? Dann haben wir hier gleich... Das Rode Podcaster. Ich schaue da noch ein bisschen rum, aber ich hab ja auch ein Rode. Rode ist eigentlich ganz gut. Ich brauche auf jeden Fall einen XLR-Anschluss. Da ist das Mindeste, was ich brauche. Und dann geht's richtig los. Ich meine, ihr hört meine Stimme nur über AUX. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist, also, wenn ich das dann über XLR anschließe, dann wird es so einen Unterschied geben in der Stimme. Das könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht ausmalen. Und hinterher ist die Stimme komplett gleich. Ja, kauf nix, moin. Tikolis, grüß dich, hi. Ich höre ohnehin jede Menge Stimmen. Genau, das NT-USB habe ich hier. Ist dann am Karaoke-Wochenend-Stream? Nein, da werdet ihr auch mal richtig hören, wie gut ich singen kann. Ja. Nimm dies. Was? Tiere sind auch hungrig. Ja, ich weiß auch nicht, warum die jetzt hier nicht den Kohl mal langsam ernten. Wisst ihr was, auch wenn wir da jetzt wenig rausbekommen? Das ist mir jetzt gerade hier furchtbar egal. Wir werden das jetzt hier ernten. Halt, stopp. Ernten will ich's. Ernten. Ernten. So. Sogenannte Erntedankfest. Tekolis, danke schön für deinen Sub im 4. Monat. Vielen lieben Dank. Das ist keine Garantie, jetzt wieder ärgern zu dürfen, aber trotzdem, dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Lass dich drücken und knutschen! Gut. Ich finde, die Tage vergehen sehr schnell. Da schafft man ja gar nichts. Da schafft man ja gar nichts in der Zeit hier. Ach, guck mal, hier unten haben wir das jetzt auch. Das heißt, wir können jetzt hier von oben Sachen auffüllen. Autospeicherung? Ich weiß nicht, warum ich mein Auto speichern soll. Dann werden wir hier nochmal was anziehen. So. Und dann können wir damit das Ganze einmal ein kleines Stückchen verbessern. Und dann können wir nämlich hier einen Zaun drumherum ziehen. So einen kleinen Kalksteinzaun. Können wir auch eine Ecke mitmachen. Okay. Der Ranger mit der Ecke mit was drin. Was hat denn der Sound auf einmal für Probleme? Okay, das liegt an der dreifachen Geschwindigkeit einfach.
So. Dann können wir die beiden doch hier einmal abreißen. Wobei, nee, lassen wir doch. Weil dann können wir, wir nehmen einmal das hier weg. Und dann können wir hier, in meiner unendlichen Weitsicht, die ich habe, können wir nochmal zwei Birken hinsetzen. Nein, kein Ärger. So. Forschung ist wieder verfügbar. Wir wollen ja Lehmziegel fertigen. Wir gucken mal kurz ein paar Materialien. Wir haben doch jetzt Lehm eingesammelt, ne? 155. Dorfbewohner verhungern. Wir müssen nochmal hier unten reinschauen. Oh, sammelt Sachen ein. Immerhin haben wir einen Stützbalken. Die Leute wurden nach dem Chat benannt, genau. Aber wir haben jetzt seitdem, wir haben jetzt in 3 Stunden keinen dazu bekommen. Leider Gottes. Für wen lohnt es sich, wenn ihr in RimWorld schön bauen wollt und eher den Fokus aufs Bauen legt und das ganze Mittelalter, dann ist Going Medieval genau das, was ihr wollt. Weil das hier ist quasi schon eher ein Aufbauspiel, könnte man fast schon sagen. Wir bauen hier nur schön. All davon ab. Und wir reißen das hier mal ab, damit da keiner hochkommen kann. Hab gerade den 14 Dorfbewohner bekommen, jetzt wird es wuselig. Ich hoffe mal, dass hier bei uns auch mal langsam irgendeiner wieder ankommt, aber hier passiert ja nichts. Hier kommt ja keiner zu uns. Findet ihr nicht schön bei uns, nur weil wir ein paar Menschen gegessen haben? In der Not frisst der Teufel Menschen. Das ist ja so der Spruch. Sagt man doch gerne so. Mal als nächstes werden wir mal Kartografie anwählen. Mehrere Angriffe, ja, bei uns wollen sie irgendwie noch nicht. Die Siedler sind verärgert. Die Siedler haben keinen Bock auf sie. Die Siedler wollen ihnen einen auf die Mütze geben. Immer nur dasselbe mit denen hier. Jetzt muss nur noch mal einer von euch ernten gehen. Aber das will hier keiner. Warum nicht? Weil Chetait gerade Bäume pflanzt. Mit einer 5. Nee. Das Pflanzen schneiden. Bau, Anbau. Ah, anpflanzen ist das ja. Ernten ist eins dahinter. Okay, wir gehen bei Bauen auf die 3. Wir gehen bei Anpflanzen auf die 2. Und wir gehen bei Ernten auf die 1. Dann haben wir das hier nämlich schöner priorisiert bekommen. Die KI findet keinen Weg rein, daher kommen keine Angriffe. Ja, das wäre ja super, wenn das so einfach wäre. So. Das Event wurde von mir übrigens geleakt. Welches Event das sein wird? Am 4.4. um 4.04 Uhr. Oh, ist sogar 4 Uhr. Am 4.4. um 16 Uhr. Am 4.4. um 16 Uhr, Tuval morgen, findet das Event Dunir um Arrakis statt. Die Wortschöpfung ist übrigens wieder von mir, genauso wie bei Sifocalypse. Also Fog of War, Dunir um Arrakis wird das Ganze heißen. Und dort werden 12 Content Creatorinnen und Content Creator in jeweils 6 Teams, also 2 pro Team, gegeneinander antreten in einem Art Turniersystem, könnte man sagen. 3 Spiele pro Team. A 90 Minuten und am Ende wird sich entscheiden, wer dann hinterher der Gewinner, die Gewinnerin sein wird. Und das Gewinnerteam wird von Shiro Games, dem Entwickler von Dune Spice Wars, Giveaway-Pakete bekommen. Das heißt, diejenigen, die gewonnen haben, bekommen dann hinterher jeweils ein Paket pro Spielerin, pro Spieler zugewiesen. Und das können sie dann an die Community weitergeben und ja, halt ein bisschen, ja, sich ein bisschen bei der Community bedanken, also für die ins Zeug dann auch legen. Wir haben dabei 2 Brackets, einmal 6 Spieler, die ja Strategie erfahren sind und 6 Spieler, die Strategie Neulinge sind. Im Moment stehen noch nicht alle fest, 3 Posten sind noch gerade in der Verhandlung, aber 9 Personen stehen fest. Neben Strategie-Ecke und meiner Wenigkeit ist das dann so, dass zum Beispiel noch Radler ist mit dabei. Ivraldis spielt mit, Coppelius spielt mit,
Chagas ist mit dabei. Olli von Dr. Freud spielt mit. Und, wen habe ich vergessen? Redbeard spielt ebenfalls mit. Das sind schon mal die 9 Personen, die bislang feststehen und bei Dionir um Arrakis am 4.4. ab 16 Uhr gegeneinander antreten werden. Wir werden wahrscheinlich schon um 15.30 Uhr live gehen mit Vorprogramm. Und das Ganze wird auf dem Fog of War-Kanal übrigens gecastet. Gaius und Maxi McFly, kennt ihr als Ritzelwicht, werden dort die Kommentatoren sein des Events und werden über den Fog of War-Kanal alle Spiele angucken und alle Spiele im Auge behalten und werden dann für euch die unterschiedlichen Bereiche moderieren. Ich denke, ab 15.30 Uhr werden wir hier auf dem Kanal live, sondern auch schon bei der Moderation mit drin sein. Aber ja, das wird ein cooles Ding werden. Ich freue mich richtig darauf. Freue ich mich sehr drauf. Also wir haben verstanden, es findet kein Turnier statt, aber die nicht vorhandenen Teilnehmer kommen da eventuell welche von den Peets? Nee. Ich habe mit Sepp geschrieben. Sepp kann leider nicht, weil... Die können leider nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Deswegen, die können nicht, leider. Steinwallen, ich hätte gedacht, durch das Dune-Brettspiel. Steinwallen hat aber die Steinkon genau an diesem Tag. Deswegen kann er leider nicht. Aber Steinwallen war natürlich eine der ersten Personen, die wir angefragt haben. Wer ist denn dieser Vorprogramm? Von dem habe ich nie gehört. Also das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Event werden. Da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Vor allem, dass das halt von Shiro Games dann auch gesponsert wird in der Hinsicht. Das ist einfach, das ist mega. Das ist richtig gut. Das müssen wir auch noch abreißen. Und alle weiteren, das sind jetzt die 9 Leute, die dann jetzt im Moment feststehen. Und alle weiteren, das wird sich dann hinterher noch klären. 3 Personen, 3 Posten stehen noch aus. Wo möglicherweise noch die eine oder andere Person draufkommt, die ihr auch kennen werdet. Welcher das ist, das müssen wir dann hinterher schauen. Da fällt mir übrigens ein, ich muss mal eben kurz noch eine Sache schreiben. Huch, da habe ich jetzt aber... Das muss ich unbedingt, muss ich dann weitergeben. Einfach nur mach's gut. Schönen Nachmittag wünsche ich auch dir. Hallo. Okay, so. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Person gerade vergessen, fällt mir gerade mal ein. Ich habe Soon vergessen. Soon ist auch dabei. Wie habe ich mich denn verzählt? Moment, haben wir 10? Strategie-Ecke. Ranger. Radler. Chagas Ivraldis. Olli. Redbeard. Coppelius. Soon. Soon spielt natürlich auch noch mit. Ich glaube, ich habe Soon vergessen zu erwähnen. Genau, 9 sind wir damit. Okay. Okay, alles klar. Soon spielt auch noch mit. Die Nahrungsreserven reichen aus. Die reichen ja auch aus. Hier, jetzt gleich haben die wieder was zu essen. Die müssen noch mal ein bisschen mehr essen. Ranger hat am Ende viel zu viele Teilnehmer angefragt. Dann würden wir einfach ein neues Team dazu nehmen, wenn das so gewesen wäre. So, lass uns mal gucken. Jetzt haben wir ein paar Kohlsamen. 18 Stück haben wir jetzt insgesamt. Das heißt, wir können jetzt hier mal hochgehen. Vier mal vier. Den werden wir auf Samenbildung packen. Das kann ich hier abreißen. Das nützt mir ja nichts. Dann nehmen wir nochmal hier Kohlfeld. Warte mal eine halbe Stunde und achte nochmal aufs Wetter. Okay, also geht's nochmal ab gleich. Ja, ich find's in Ordnung. Ich mag das gerne. Kohl, hast du deine Siedler so sehr? Ist halt am einfachsten Land. Also es kommt ja immer drauf an, welche Art von Kohl, ne? So ein leckerer Grünkohl zum Beispiel. Wobei, den wollte ich da gar nicht hinbauen. Egal, wir machen da jetzt auf Samenbildung.
Können die Felder hier doch erweitern, ne? Bereich erweitern. So, den Bereich auch nochmal erweitern. So, okay. Zack, haben wir. Grünkohlzeit, die fünfte Jahreszeit im Norden. Dann können die das hier hinterher anbauen. Helmutkohl zum Beispiel, ja. Beispielsweise. Beispielsweise. Nicht zu verwechseln mit zum Bleistift. Alles zusammen. Wie lange wir noch machen? Also bis 14 Uhr mindestens. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie es mit der Familie aussieht. Also bis 14 Uhr machen wir noch. Ich glaube, hier ist noch. Ich glaube, es ist auch noch recht viel los am Samstagmorgen, oder? Haben wir noch Menschen hier? Gibt's noch welche? Haben wir noch die 10 Zuschauer oder sind wir mittlerweile unter die 10 Zuschauer gefallen? Hallo, wie sieht's da aus? Wie sieht's da aus? Sind noch alle, sind noch welche da? Morgen 14 Uhr, ja. Da. Ja. Bin ich da? Nö. Nein, alles Bots. Wer will das wissen? Ich bin ein Bot. Okay. Ja, wir sind ja grundsätzlich immer Bots. Gerade bei 11 noch so. Ah. Hallo, ich bin Nummer 9. Also ich bin zu Hause. Felix sorgt am Schlafen. Bin eingeschlafen. Klar. 1100 100 100. Ja, okay. Ja. Gut, dann haben wir ja noch ein paar Leute hier. Dann können wir ja wenigstens noch mal ein bisschen. Wer spricht da? Der Mann aus dem Hintergrund. Der Mann aus dem Fernsehen. Okay, ich wollte nur wissen, ihr könnt im Lock bleiben. Ich wollte nur wissen, ob noch genug Leute da sind, die jetzt Lust haben, dass wir hier noch ein bisschen spielen. Das ist ja die Frage gewesen. Ich wollte euch jetzt nicht aus dem Lurk rausreißen. Huch, Entschuldigung, Entschuldigung. Lo siento. wir können das nach vorne erweitern. Warum hast du eigentlich keine Bauplantage? Doch, wir haben hier unten Baumplantagen. Also kleinere. Und hier. Wenn man meinen Stream auf dem Pod hört, dann ist es ein Podcast. Ja, 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 ja. Wie du spielst, sag du machst ernst, jetzt bin ich enttäuscht. Ich bin auch grundsätzlich vom Ernst enttäuscht. Ich bin auch immer vom Ernst enttäuscht. Dieser verdammte Ernst! Ich hoffe, von euch heißt niemand ernst im Chat. Oh, lass uns hier nochmal was reinbauen. So. Kalksteinboden nochmal ein bisschen weiter. Ne, wir verkleinern das mal hier. So, weil das muss auch schön aussehen. Sonst brauchen wir überhaupt nicht miteinander anfangen. Ja, sonst brauchen wir überhaupt nicht miteinander anfangen. So groß bauen, wie du willst. Also du hast eine Kartenmaximum hier. Sonst kannst du hier drauf alles vollbauen, wenn du möchtest. Das Auge spielt mit. Ja, klar. Aber sowas von. Das Auge spielt auf jeden Fall mit. Und dann können wir eigentlich, weil wir ja so ein bisschen naturverbunden sind, hier Weidenstöcke reinbauen. Ja, da können wir dann nochmal ein bisschen stolzer darauf sein. Okay, alles klar. Trotzdem bin ich immer noch nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt hier läuft. Der Bau funktioniert noch nicht so, wie er soll. Wer ist denn für den Bau zuständig? Elaniana. Ich glaube, ich packe den Bau mal auf 1, damit die immer bauen, falls irgendwas ansteht. Und es gibt eine rudimentäre Statikbegrenzung. Ja, aber dafür gibt es die Querbalken. Die kannst du dann auch noch benutzen. Also es ist wirklich sehr einfach gehalten. Selbst ich, als jemand, der Physik auf Doktorebene studiert hat, wissen nur wenige, weil ich damit nicht so gerne angebe. Ne? Aber ich hab's drauf. Und selbst ich verstehe das dann damit. Ja. Wäre blöd, wenn das Auge nicht mitspielt. Stell mir das Spiel blind schwierig vor. Das macht mich traurig.
bin da völlig unbegabt und meine Städtebogen, was auch immer, sehen so aus, als wenn ein Einjähriger da sitzen würde. Die formen sich ja hinterher. Also zum Beispiel, ich muss sagen, ja, ich bin sehr stolz auf das, wie es hier aussieht. Es ist natürlich noch nicht fertig, aber wenn das jetzt hier noch so ein kleines Feld, reinkommt und sowas, wenn das hier oben auch richtig jetzt mal passt, dann sieht das, dann wird das hier schon schön. Dann wird das hier schon schön. Dann sage ich euch, das wird ein schönes Ding. Ach, was wird das schön? Was wird das schön? Da kann ich euch jetzt schon sagen. Das hier werden wir nochmal abreißen. Ich überlege, ob wir hier unten einen Wechsel machen. Ich überlege, ob wir hier unten Stein reinhauen. Aber dann wird die Statik natürlich ordentlich drunter leiden. Gras können wir nicht anpflanzen, oder? Kräuter nur. Doch, ab 1. April schon. Ich stelle jetzt eine Frage. Ich möchte nicht darüber diskutieren politisch, ja? Jetzt einmal nur ganz klar gesagt, ich will keine politische Diskussion dazu hören. Ich will eine ganz simple Frage hören. Wenn das ab 1. April legalisiert ist, werdet ihr Gras probieren? Eins, wenn ja, zwei, wenn nicht. Würde mich mal interessieren. Nichts anderes, was ihr dazu sagt, nicht was ihr davon haltet, einfach nur eins oder zwei. Also eins, ihr probiert, zwei, ihr probiert es nicht. Okay, interessant. Interessant, danke dafür. Bin zu alt dafür. Wann Ranger Bubatz? Ich habe noch nie in meinem Leben andere Drogen konsumiert als Alkohol und Tabak. Noch nie. Ich kann euch auch nicht sagen, warum. Ich hab's einfach noch nie. Ich glaube, Respekt einfach davor. Ich glaube auch ein bisschen Angst. Würde ich auch dazu sagen. Ich habe noch nie was anderes probiert. Zucker, ja gut, Zucker noch. Und Koffein, ja. Zucker, Koffein, Tabak. Eigentlich ist fast alles eine Droge. Aber das, also diese typischen Drogen, die man so kennt, habe ich noch nie probiert. Ich habe Rauchen mal probiert, aber ich habe nie richtig geraucht. Also ich habe mal Zigaretten probiert. Ich habe auch mal eine Zeit lang, habe ich bei Feiern, so ein Partyraucher. Aber wirklich minimal. Lass mich in meinem ganzen Leben maximal eine Schachtel geraucht haben oder so. Weil irgendwie, also bist du nicht sauerstoffabhängig, ja. Ja. Aber ist jetzt nicht so bei mir, dass ich dann sage, ja, wir müssen jetzt alle anderen auch so machen. Wie könnt ihr denn dann Drogen oder Ähnliches nehmen? Das ist bei mir, da bin ich vollkommen frei. Das ist, habe ich einfach nur so nicht gemacht. Wie gesagt, kann ich es euch nicht mal begründen, weshalb das so ist. So, lass uns das mal jetzt hier schöner bauen. Das heißt, wir bauen uns jetzt mal hier ein paar Ecken hin. Das ist schon toll. So. Schön sieht's aus. Ja, wirklich. Es gab mal eine Zeit, da habe ich sehr viel Shisha geraucht und auch so eine E-Dampfe gehabt. Das war das, was ich... Das habe ich intensiver gemacht. Auch zwar ohne Tabak dann. Also gut, bei Shisha war halt der Tabak dabei, aber diese Dampfe hatte ich ohne Tabak. Das war gefährlich. Dieser Geschmack hat mich so ein bisschen in die Richtung gebracht, ja, kannst du ja mal probieren und alles. Das war wirklich gefährlicher. Ja, Gott sei Dank verliere ich irgendwann die Lust an solchen Sachen. Ich bin zu faul, um abhängig zu werden. Schnell gegen Holz klopfen.
Ja, glücklich, ohne Scheiß. Ich bin auch, bin ich wirklich sehr froh drum. Das also, ich bin abhängig von, ich würde sagen, nee, Zucker noch nicht mal. Doch, Zucker schon. Zucker könnte weniger sein, von Koffein auf jeden Fall. Koffein. Und ich würde sagen, Zucker. Das sind so die beiden Sachen, von denen ich abhängig bin. Vielleicht auch fettiges, geschmacksvolles Essen. Da ist ja auch Salz. Salz, ja. Zocken, ne? Zocken würde ich nicht sagen, dass ich davon abhängig bin. Also ich merke schon, ich habe schon die Lust da drauf. Kommt ja auch immer drauf an, welchem Ansatz man jetzt verfolgt. Verfolgt man jetzt den klinisch-psychologischen Ansatz? Es gibt auch nochmal eine Definition über das Pädagogische, was Sucht bedeutet. Es gibt auch nochmal eine sozialwissenschaftliche Definition von Sucht und Ähnlichem. Aber ich würde jetzt mit dem Suchtverhalten, das ich so auf medizinischer Ebene sehen würde, da habe ich tatsächlich nichts davon. Weil ich wirklich, jetzt außer in letzter Zeit, zocke ich wirklich wenig abseits vom Stream. Was ich ein bisschen schade finde, weil es im Moment einfach keine Spiele gibt, wo ich sage, jo, da habe ich jetzt mal richtig Lust drauf. Jetzt gibt es wieder ein paar, Gott sei Dank. Ich habe mir jetzt auch mal privat habe ich mir jetzt zwei größere Spiele ausgesucht. Jetzt habe ich drei tatsächlich seit gestern. Ich habe privat mir Cyberpunk einmal rausgesucht. Und ich habe Elden Ring privat rausgesucht. Und seit gestern ist halt noch Dragon's Dogma dazu gekommen. Seit wir es im Stream gespielt haben, habe ich wirklich Spaß daran entwickelt. Obwohl wir es nicht nochmal im Stream spielen werden, da sage ich auch nochmal dazu. Ja, das ist so das, was ich im Moment mache dann eher. Ranger ist süchtig nach dem besten Chat der Welt, ja. Von Salz bist du definitiv abhängig, ohne stirbst du. Ja, das stimmt. Aber ich habe übermäßigen Salzkonsum. Sagen wir mal so. Festplatte war voll. Umami, ja. Cyberpunk ist Liebe. Ich habe Cyberpunk nie weit genug gespielt. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich das vielleicht im Stream spielen sollte. Da habe ich allerdings ein paar Probleme mit. Das erste ist, es ist halt ein längeres Spiel. Das heißt, wir würden dafür viele Streams opfern. Das zweite ist, dafür ist der Content passt nicht gut genug zum Kanal. Das dritte ist, viele interessiert der Content nicht. Und das vierte ist, es gibt immer noch Personen, die sagen, sie wollen halt selber die Story in Cyberpunk erleben. Ich weiß zwar nicht, wann sie es dann noch spielen wollen. Ja. Also ich hätte richtig Lust, so ein Story-Spiel eigentlich mal im Stream zu spielen. Oder sowas, also Steinwald macht es ja im Moment mit Witcher 3. Der spielt ja im Moment Witcher 3 als Let's Play. Und ich hätte auch richtig Lust, Witcher 3 zu spielen. Aber ich weiß einfach, dass das nicht zu meinem Content passt. Das sind so Sachen, das ist ein bisschen schade, da muss man manchmal mit leben. Aber es ist halt auch Arbeit. Das heißt, ich kann halt nicht nur das machen, auf was ich dann immer Lust habe in dem Moment, sondern ich muss auch das machen, worauf ihr Lust habt. Und das ist nicht schlimm, ja. Der Trend geht zum zweiten Kanal. Ich habe schon drei Kanäle. Ich habe einen Hauptkanal, der jetzt bespielt wird. Da kommt übrigens Dreamkiller. Ich habe gesehen, ich richte das alles ein. Da kommt jetzt demnächst das nächste Video raus. Da sind wir ein bisschen im Verzug. Den müssen wir jetzt mal wieder richtig befeuern. Dann habe ich den Uncut-Kanal und es gibt noch einen dritten Kanal, mit dem ich nicht weiß, was ich machen will. Mit dem Chat interagieren würde ich trotzdem. Haben wir gestern bei Dragon's Dogma auch gemacht. Weil ich das einfach, das gehört für mich dazu. Ist halt wie mit Zocken mit Freunden. Jetzt kommt der parasoziale Ranger. Ja, aber es hat ja dieses Gefühl auch. Ja, also immer wenn wir als Content Creator kritisieren, ja, das ist aber hier parasoziale Sachen. Ja, parasozial ist es auch für uns, wenn wir hier die ganze Zeit mit uns selber reden, vor einer Kamera und Mikrofon. Ich meine, ich sehe euch ja im Chat, also von dem her ist es ja auch für mich das parasoziale, hey, ich bin hier mit ganz vielen Leuten und Entertainer für Freunde, die ich hier gerade aufrechterhalte. Ne? Ich finde Witcher-Spiele ein bisschen überbewertet. Ich finde Witcher 3 grandios, muss ich sagen. Also ich habe selber schon gespielt. Das wäre dann erneutes Spielen. Ich glaube, das wäre das dritte Mal Spielen oder so für mich. Ich finde Witcher grandios. Also wirklich, wirklich grandios. Es gibt noch den normalen Ranger Area Kanal. Ich würde gerne.
überleg gerade was. Ja, wir machen es folgendermaßen. So. Ich hoffe, das geht auf. Ah, echt jetzt. Halt, egal. Egal, 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 egal. Holzball. Dann geht's. So. Dann gehen wir nochmal rüber hier hin. Zaun. Zack, zack. Zack, zack. Machen wir uns so eine kleine Terrasse hier. Ich hoffe, dass wir hinterher noch Blumen bekommen oder sowas. Ich krieg gerne Blumen. So. Haben wir noch eine Terrasse hier oben hingebaut. Ist halt noch die Frage, ob die hier drunter was bauen werden. Der Trend geht zur Dachterrasse. Ja, genau. Lawman, grüß dich, hallo. Burp, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Hallösche. Kingdom Come Deliverance. Ich glaube, dass Kingdom Come Deliverance 2 irgendwann kommen wird. Ich weiß es nicht. Ich glaub's. Mag's die Welt einfach nicht. Das kann ich nachvollziehen, ja. Ja, das hat sich super entwickelt. Also wir haben seit Release nicht gespielt. Das ist jetzt der zweite Stream, den wir in dem Spiel hier haben. Und ich muss sagen, das hat sich richtig gut entwickelt. Mit ein bisschen Glück könnte es dieses Jahr noch releasen. Eine Art Stockholm-Syndrom. Du führst uns ein Spiel und wir freuen uns darüber. Ja. Möglicherweise. Yonix, hi, grüß dich. Instandep, hello. Und Redbeard, wunderschönen guten Hallöchen. Grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Hi. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Zufälligerweise hat Beam gleichzeitig mit mir angefangen, hier in das Spiel reinzuschauen. Weswegen das jetzt wieder ein bisschen größer im Fokus ist. Aber das macht richtig Spaß. Also richtig Spaß. Kann ich nur empfehlen. Hier schöner Aufbauaspekt. Aber ich baue halt mehr auf. Also ich habe weniger die Herausforderungen hier drin genommen. Ich baue halt mehr hier drin auf. Ich hoffe, dass der jetzt noch mit dem Anbauen hinterherkommt. Wir gehen mal wieder auf 1 zurück mit dem Anpflanzen. Und im Bau auf 2. So. Ja, das ist ja auch mittlerweile fast 3 Jahre alt, das Spiel, ne? Going Medieval. Ich habe das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ich weiß, dass ich es damals bei Release gespielt habe. Ich wusste nicht, dass es schon 3 Jahre her ist. Das war quasi eines der ersten Spiele, die ich so richtig gestreamt habe. Fällt mir da mal ein. Going Medieval. Im Sommer 2021. So vergeht die Zeit. So vergeht die Zeit. So vergeht die Zeit. Okay, so vergeht also. Ich auch nicht. Ich habe da durch Zufall irgendwie rumgeklickt und habe gesehen, ein Update kam raus. Vor ein paar Wochen oder so. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das wirkt so ewig, 2021. Das wirkt Ewigkeit mehr. Hab mir das Game jetzt auch geholt. Komme mit dem Start halt nicht klar, wo ich zum Beispiel Holz oder so herbekomme, alle außer Bäume wegzumachen. Wenn du hier unten drauf gehst, auf Bereich, hier, das letzte, dann kannst du hier bei Forstwirtschaft, kannst du Bäume hinterher anpflanzen. Bevor du das hier allerdings hast, musst du einmal einen Tisch bauen, nämlich diesen hier, diesen Basisforschungstisch, und dann kannst du darüber Bücher herstellen, die du dann bei der Forschung für Landwirtschaft nutzen kannst. Und mit Landwirtschaft bekommst du dann diese Fläche hier, bei der du Bäume anpflanzen kannst. Und die pflanzt du dann bei dir im Hintergarten an und dann musst du ein bisschen warten, bis die gewachsen sind, und dann kannst du daraus Holz bekommen. Ja, dass man auch alles unterirdisch bauen kann. So ein bisschen Dwarf Fortress-mäßig.
So, jetzt sind wir aber unterirdisch. Jetzt haben wir hier unseren kleinen Gemüsekellerofen fertig. Jetzt können wir auch nochmal schauen, dass wir hier die Kalksteinwand reinziehen. Hier nochmal die Kalksteinwand rein. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir zu weit gegraben? 2, 3, 4, 5. Egal, wir gehen mal hier rüber. Oh. Wie hast du die Übersicht oben rechts unterteilt? Das wurde mir vorhin auch gesagt. Hier, mit dem. Nee, mit dem Zeichen hier. Das vierte von rechts oben. Damit kannst du Ressourcen im Ressourcenfenster gruppieren. 30 Gegner mit Katapulten. Ja, die haben ja auch hinterher Trebuchet zum Beispiel noch, die dann auf uns zukommen werden und ähnliches. Klar, gerne. Angriff, Raubzug, die Schlechter kommen. Okay, dann schauen wir mal. Sie war nicht nur hungrig, sie waren gierig. Die Schlechter stellen sich bereits ein schmackhaftes Festmahl vor, mit Menschenfleisch als Hauptgericht. Man sagt, Fleisch ist Mord und nun könnte deine Ermordung bevorstehen. Ha, das sind die Anfänger, das sind Kannibalen. Oh, mich dürstet es schon wieder nach Lenden. Aber nicht auf sexuelle Weise, sondern auf appetitliche Weise. Die Leute von New Rangerstein griffen zu den Waffen und machten sich kampfbereit. Da kommen sie! Zu Hilfe! PC Spickers, Dankeschön für dein Sub im. Dankeschön für deinen Sub. Vielen lieben Dank. So, verwalten. Selbst. Nee, nicht Selbstversorgung. Einberufen. Bitte einmal alle hier an die Eingriffspforte. Dankeschön. Ja, dankeschön. So. Bewegen wir euch mal hier nach vorne. Krischitine, du kommst auch nochmal mit hier. Dann Elaniana. Mit seinem gesamten Elan stellt er sich hier vorne hin. Belrea kommt dann hier rüber. Und Shithide kommt dann hier hin. Ausfall! Gibt keinen Ausfall mehr. Wo sind sie? Da sind sie, die Scharlatane. Müssen vorher noch springen. Die Margarete! Emette, Lette, Isabel. Ah, die hat auf jeden Fall einen Helm. Da kommt das Essen zu uns. Das ist der sogenannte Lieferdienst. Leckerchen, Leckerchen, Leckerchen. Jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, bevor wir angegriffen werden, nochmal zu sagen, wenn ihr neu hier seid und Strategiespiele mögt, lasst gerne ein Follow hier. Wir spielen alles aus der Welt der Strategiespiele von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung in 90% der Fälle. Die anderen 10% sind neue Releases, zum Beispiel mal ein Dragon's Dogma 2 oder Nightingale. Und so sieht der Programmplan für die nächste Woche aus. Morgen werden wir ab 9 Uhr Millennia spielen und ich kann euch das Spiel bis ins Endgame zeigen. Ab morgen, also Montag um 17 Uhr, werden wir uns The Last Settlers anschauen. Ein Spiel, das letzte Woche rausgekommen ist, oder vorletzte Woche, ein Aufbauspiel auf einer stellaren Basis. Dienstag fangen wir schon um 15 Uhr an. Ab 15 Uhr gibt es dort Bulwark Falconeer Chronicles, da freue ich mich sehr drauf, das ist ein besonderes Aufbauspiel. Und ab 17 Uhr Lethal Company mit Ivraldis, Ecke und Rino. Und nächste Woche Samstag steht noch nicht ganz fest, aber wir werden dort The Former Talk wahrscheinlich mal anspielen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Und genau passend dazu... Oh Gott! Halt, stopp, keine Werbung. Das hier. Genau passend dazu will ich natürlich jetzt hier... Jawoll! Zack! Aus dem Leben geboxt! Bitte einmal auf die da unten schießen. Für Löwenanteil. Sie war 44 und ich war 16,5. Sie hieß Margarete und war hart wie ein Kalb. Irgendwie sowas geht, ist dann auf einmal. Wie gut die mit dem Bogen sind. Big Ben, hast du heimlich trainiert, mein Lieber? Hör mal. Mein lieber Scholli. War der schon immer so? Eine 15 als Meisterschütze. Zart wie ein Kalb, genau, zart wie ein Kalb. War die Übung. Uri, dankeschön für dein Follow. Sehr, sehr lieb von dir. Danke dir vielmals.
Das carryt mich durch das Spiel. Ja, ich muss wirklich mal irgendwann Rimworld spielen. Steht bei mir auf der To-Do-Liste. Aber so viele Spiele stehen auf der To-Do-Liste. Guck mal, die können halt da runterschießen. Guck mal, was wir jetzt für viele Spiele drauf haben. Stardew Valley haben wir da drauf. Dann haben wir da drauf, dass wir mal Expeditions Rome spielen. Dann haben wir da drauf, was hatten wir noch für ein Spiel da drauf? Rimworld haben wir dann jetzt da drauf auf der Liste, dass ich das auch mal spielen müsste. Dann haben wir Dwarf Fortress noch da drauf. Clanfolk würde ich auch noch mal gerne anspielen. Dann kommen auch noch neue Releases währenddessen rein. Und weiß ich nicht, was alles. Also, oh, joi. Elanian hat sich jetzt einfach mit allen befreundet. Ja, warum nicht, ne? X4. Aber X4 würde ich nicht streamen, da würde ich ein YouTube-Video draus machen. Sieg. Die belagerten Siedler wurden im Herbst des Jahres 1353 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 4 Stunden und 28 Minuten. Zum Glück überlebten alle Siedler den Überfall. 5 eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Big Ben Churchill war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Glücklicherweise wurde kein Siedler durch feindliche Waffen verletzt. Nur ein bisschen bluten. Ein Freund hat 8000 Spiele auf der Wunschliste, aber muss einen Bot nutzen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wir werden hier natürlich alles erlauben. Wir werden die ja wieder komplett uns einmal schnappen. So, dann hört mal auf hier. Ihr seid durch. Arbeit ist verbracht. Ich gehe dann mal. Richtig. Mehr Arbeit? Ihr seid der König? Also ich habe euch nicht gewählt. Und außerdem habe ich seit gestern, ich kann es nicht häufig genug betonen, ne? Ich möchte das aber weiterhin betonen. Und außerdem habe ich seit gestern echt Spaß daran bekommen, mit euch gemeinsam in RPGs reinzugucken. Wenn so eine Controller-Steuerung dabei ist, wir dann gemeinsam reingehen. Oh, das hat schon Spaß gemacht. Das hat schon wirklich Spaß gemacht. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ohne Mist. Das hat richtig Spaß gemacht. Habe ich schon gesagt, dass es Spaß gemacht hat? An diesem Punkt versammeln sich die Siedler in Erwartung der Ankunft oder Abreise einer Karawane. Machen wir mal hier so eine Karawanenhaltestelle rein. Mensch, Herr Wimbled, warum wurden zwei Siedler von einer Schildkröte getötet? Ist das normal? Wir brauchen dann einmal den hier. Ich frage mich ja, ob es ihm Spaß gemacht hat. Nee, hat's nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Ist, glaube ich, ein bisschen, genau ein Feld zu groß. Ein ganzes Ding. Und warum gibt es dann kein DD2 mehr? Weil es euch zu wenig interessiert. An der Stelle. Hab nur gelesen, dass man bei Dragon's Dogma für Schnellreise ingame zahlen muss. Nee, du kannst auch so ingame reisen. Das ist quasi Pay to Skip. Damit kannst du noch ein bisschen schneller hin und her reisen und wirst nicht irgendwie überfallen oder so. Ja, genau. Echt, hatte ich gestern gar nicht so auf dem Schirm. Ja, also sagen wir mal so, die Referenzzeit, zu der wir gestern gestreamt haben, war auch nicht die optimale, ne? An einem Freitagmittag, wo viele noch am Arbeiten sind und die meisten gar nicht wissen, dass überhaupt gestern ein Stream stattgefunden hat. Wir können ja mal hier in die Runde fragen. Wer von euch wusste, dass gestern ein Stream stattfindet? Mal eine 1 in den Chat, wenn ihr es wusstet, eine 2 in den Chat, wenn ihr es gar nicht wusstet. Wenn ihr jetzt gerade das erste Mal hört, dass gestern ein Stream gewesen ist. Ja, es war schlecht von mir kommuniziert. Muss ich auch ganz ehrlich, da muss ich mir selber in die Nase fassen, weil ich durch die Uhrzeit, also erstmal habe ich eine falsche Uhrzeit gewählt. Ich dachte 12 Uhr, das war so ein Experiment, wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, das Experiment, ob das freitags geht um 12 Uhr. Das Problem war, wir wussten bis zum letzten Stream am Dienstag nicht, um wie viel Uhr das ist. Deswegen stand die ganze Zeit im Programmplan Fragezeichen, 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 Fragezeichen bei der Uhrzeit.
Und dadurch waren wir halt einfach, also dadurch war es halt komplett Tohuwabohu-mäßig durcheinander. Ich habe erst am Donnerstagabend erfahren, wann ich das Spiel zeigen darf. Und das war halt dann, also ab Donnerstag 17 Uhr hätte ich zeigen können und Freitag war es halt okay. Das heißt, ich konnte es nur den Leuten auf Discord mitteilen. Deswegen war es ein bisschen weniger Referenz. Also beim nächsten Mal werden wir das samstags machen. Das ist so das, was ich da rausziehen konnte, ne? Kamen erst um 15.30 Uhr von der Arbeit. Ja, also viele kamen erst da von der Arbeit. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil wir ja am Wochenende unsere Frühstückstreams haben und ich dachte, vielleicht ist ja unter der Woche auch eine Möglichkeit dafür. Ja, aber ja. Ich würde mir Streampläne gerne auf Instagram oder vielleicht Threads wünschen. Discord ist super, aber nicht täglich genutzt von mir. Habe ich schon gehört tatsächlich als Feedback auch. Überlege ich, dass ich das machen werde. Ich komme nur noch nicht mit Instagram so gut klar. Ja, das ist ein Problem. Ich verstehe aber nicht, wieso man in einem Singleplayer-Game so Funktionen einbaut und Geld dafür verlangt. Ist doch klar, dass man den Zorn der Leute auf sich zieht. Absolut. Ich finde die Kritik auch berechtigt. Es ist halt Capcom, ne? Es ist halt für den asiatischen Markt entwickelt auch. Und im asiatischen Markt ist das vollkommen normal. Dieser Pay-to-Skip. Ja. Aber jetzt du mit Storys... Nee, das muss ich lernen. Das hat mir Ivralde schon nahegelegt, dass ich das mal machen sollte. Ich fand den Stream gestern auch super. Ich glaube auch, dass der... Also wenn wir heute Dragon's Dogma 2 gespielt hätten, hätten wir auch, glaube ich, mehr Leute damit erreichen können. Deswegen, das ist meine Lessons Learned. Wir werden beim nächsten Mal einfach samstags das Spiel spielen. Anstatt irgendwann wild, wo kein Mensch weiß, dass ich live gehe. Freitag ab 1 macht jeder seins. Genau, es ist nutzlos, es ist auch nicht so, also es ist wirklich nutzlos. Die Sache ist halt, das Problem, das kann ich noch nicht verifizieren. Das Gameplay ist ein bisschen darauf ausgelegt. Das ist wohl auch, dass man sowohl so ein bisschen sich gezwungen fühlt. Okay, wir müssen die hier vorne wegnehmen, die tun sonst unseren Leuten weh. Oh, weil verlagern können wir die. Wir verlagern die mal. Hierhin. Den verlagern wir hierhin. Dass das Spiel wohl so ein bisschen so designt ist, dass man wohl diese Skips machen möchte, weil der Rest dann langweilig ist? Kann ich aber noch nichts zu sagen. Habe ich noch nicht genauer angeguckt. Haben wir noch Menschenfleisch drin? Leiche eines Feindes. Bitteschön. So, nehmen wir wieder rein. Zäune es den Leuten, die das machen, egal, weil es immer genug Leute gibt, die es dir noch kaufen. Ja, ich glaube gerade immer auf dem asiatischen Markt. Ja, ich könnte es ja einfach auf allen draufpacken. Das ist ja das ist ja eigentlich das Gute dann dabei. Freitagnachmittag grundsätzlich keine schlechte Idee. Tatsächlich würde es sogar ganz gut passen, wenn ich freitags dann so von 12 bis 17 Uhr streamen könnte, weil das halt wieder so ein bisschen Entlastung reinbringt und ich dann freitags abends immer noch was machen könnte mit den Leuten, also mit den Freunden, mit der Familie. Aber das muss alles sich lange etablieren. Ich habe mal einen Google-Kalender als Programmplan benutzt, wie Steinwallen. Den hat allerdings kaum einer angeguckt, deswegen habe ich das aufgehört zu pflegen. Ich habe für mich selber nur noch einen Kalender. Siehst du weg, Ragor, dann wärst du auch so bei den schlechten Sprüchen dabei gewesen. Von dem her. Ja, und das mit dem einen Speicherplatz, das ist halt auch absolut, das ist absolut bescheuert. Das ist absolut, ich muss dafür den Cloud-Speicher gestern ja deaktivieren, ne? Wir holen uns mal dekorative Banner. Freitagsdienst bei Laufen, Duschen, Dienstschluss. Jawoll. So sieht's ja aus.
Können wir die auch hier oben drauf packen? Hypatia, guten Hunger, sage ich mal. Guten Hunger. Noxus, einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben ja die Grafik. Das ist ja die hier. Die ist ja auch vom Designer erstellt worden. Die gibt's. Aber ich vergesse die sogar manchmal auf Discord zu posten. Ein Tu nicht gut, der ich bin. Ich überlege, wo wir den hier gerade hinsetzen können. Wahrscheinlich nirgendwo, ne? Du kannst also so viele Charaktere machen, wie du PCs hast. Genau. Das wäre noch eine Möglichkeit mit deaktivierten Cloud-Speicher. Eine Zeit lang hast du genau diese hier häufig auf Insta geteilt. Das war super. Ich? Ich glaube, du verwechselst mich, Don Canalia. Ich glaube, du verwechselst mich. Dich habe ich tatsächlich nie geteilt auf Insta. Okay, hier ist, das sieht auch schön aus mit dem Herbst hier. Oh, wir können den ja mal fällen. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Ist immer noch nicht fertig gebaut. Wie viel Grad haben wir denn hier unten drin? 3,5. Ist auf jeden Fall, ne? Hier haben wir 4,4. Also 3,5. Hier ist auf jeden Fall wärmer. Kühler, meine ich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Heiliger Xabediere. Mach's gut, schön, dass du da warst. Okay, wenig Progress bislang heute gemacht, muss ich sagen. Wenig Progress bislang gemacht. Hier so ein Ding hin. Ich würde gerne ein paar Dekorationselemente noch haben. Also so Bäume oder Büsche oder ähnliches. Mit denen wir dann hier noch so ein bisschen agieren könnten. Vielleicht auch nochmal hier eine... dran schustern. Hier nochmal. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Passt. Okay. Nachts ist es auch wärmer als draußen. Ja. Das stimmt natürlich. Da machen wir auch noch so ein Ding hin. Hier unten. Mal ein paar Fackeln verteilen, damit das hier auch ein bisschen wohnlicher wird. Den können wir abbrechen. Hier müssen wir nochmal schauen, ob wir da was anderes hinbauen wollen hinterher. Wollen wir höher gehen? Den können wir eigentlich abbauen. Ja, den bauen wir auch ab. Oh, mal kurz den Rücken ein bisschen durchstrecken. Okay, also wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Holz. Gebirke. Wachsen noch alle. Die wachsen noch alle ein bisschen mehr.
Das hier oben können wir auch nochmal abreißen. Den brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt könnten wir noch überlegen, ob wir vielleicht nochmal... Der hat 19 Nahkampf. Elaniana hat im Nahkampf 9. Aber Meisterschütze 0. Meisterschütze 15. Belre hat auch Meisterschütze 0. Nahkampf 7. Das lohnt sich halt alles nicht, ne? Also einen so einen Bogen würde ich schon nochmal gerne herstellen. Für 40 Holz. Ne, dann lassen wir das doch erstmal nochmal außen vor. Oder wir verwerten nochmal was dafür. Was haben wir denn jetzt hier an Waffen überhaupt? Wir haben rohes Menschenfleisch noch. Ja, wird Zeit zum Kochen! Rohes Fleisch vom Menschen. Haben wir keine Zweige mehr? Doch, klar. Für immer. Forever ever? Forever ever? Ist hier keiner im Kochen dran? Doch, Krischi, du bereitest Essen zu. Eine Holzkeule gleich 40 Holz. Ja, genau. Hallo. So, sie holt gerade Essen. Sie holt gerade Essen. Einmal runtergehen und dann wirst du ein paar Menschen kochen. Super. Genau so. Ui, toll. Ach, ist das nicht herrlich? Wer würde nicht gerne vom Menschen naschen? Ja, ne? Sag mir das mal ehrlich. Sag mir das mal ehrlich. Jeder würde gerne. Jeder würde gerne einen Happen vom Ranger haben. Verstörend. Ja, du kochst doch. Hier. Du musst ja jetzt nicht so eine schlechte Laune deswegen haben. Ich will keinen Menschen essen. Dreimal schlachtete einen Menschen. Ja, aber am Verhungern ist auch minus 20. Also jetzt muss ich mal langsam ausdenken, ne? Willst du jetzt verhungern oder willst du eben nicht verhungern? Finde ich halt super cool, ja. Was ist der Unterschied zwischen Leichnam und Speisekammer? Wieso Unterschied? Oh. Oh, Gott. Das ist absolut. Oh. Da habe ich letztens eine Rezension zu Schweigen der Lämmer gesehen. Ich glaube, das hatte jemand auf Twitter geteilt. Die beste Rezension, die jemals geschrieben wurde. Schweigen der Lämmer, darunter ein Stern und mit der Begründung... Kein einziges Lamm im Film. Ranger-Rippchen als Belohnung. Mama, ich mag den Onkel nicht. Sei still, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja. Was ist denn jetzt hier? Ist denn jetzt hier... Wächst hier denn schon was? Nee, ne? Das bekommt mal die höchste Priorität, damit die das hier haben, damit wir das zumachen können dann hoffentlich. Okay, ihr könnt euch jetzt aussuchen, entweder Menschen essen oder verhungern. Wir sind wirklich nicht weit gekommen dafür, dass wir das hier, dass wir jetzt hier fast 5 Stunden schon im Spiel sind. Na gut, wir haben heute lange geredet. Wir sind fast 4 Stunden im Spiel, sagen wir mal so. Aber wir sind wirklich bislang nicht weit gekommen, ehrlich. Das würde wohl, also ich weiß ja die Zahlen nicht, ne? Wie immer. Aber das würde wohl nach einem dritten Stream schreien, ne? Weil ich glaube nicht, dass wir heute noch 4 Stunden streamen werden. Aber eigentlich würde er schon nach einem dritten Stream schreien. 5 Stunden, 5 Menschen gegessen. Ich würde sagen, das ist ein Fortschritt. Es braucht halt ein bisschen, wenn man es nicht auf höchster Stufe lässt. Entschuldigung. Ich will ja auch noch hier meine Speisekammer, die muss ja auch noch fertig werden. Und wir haben ja auch noch gar keine besseren Waffen und alles. Wir haben ja auch noch so wenig Leute.
Und irgendwie kümmert sich keiner um den anderen. Die nehmen die 3. So, ist glücklich. Forschung verfügbar. Ah, nee, wir werden jetzt mal ein bisschen weiter warten. Ja, eigentlich gegart oder Ruferspeis? Gegart. Hauptsache mit Ranger. Oh, stop it, you. Nächste Woche Sonntag haben wir einen Platz frei. Da können wir dich essen, stoffelos. Ich meine natürlich, da könnten wir nochmal Going Medieval spielen nächste Woche Sonntag. Ich denke, ein paar Leute waren heute hier. Haben also auch Spaß daran. Könnten wir wirklich überlegen. Krischi ist jetzt rebellisch. Der Grund war der Anblick von Menschenleder. Jetzt sag nicht, wir machen uns Klamotten aus Menschenleder. Haben wir jetzt Kleidung aus Menschenleder hergestellt? Moment mal. Nee, oder? Die verhungern alle. Ja, dann ess doch mal hier. Was soll man denn sonst aus Menschenleder machen? Trampolin? Trampolin. Also es kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier die ganze Zeit... Jetzt sag nicht, die haben die ganzen Samen schon wieder hier vorne hingepackt. Expedition, wir können sogar Expedition schon machen. Wir haben schon den Expeditionstisch gebaut. Wo ist er denn hier? Wir haben noch keinen Platz. Frittator Face, mach's gut. Ganz viel Freude euch. Ganz viel Freude euch. Wäre halt die Frage, wo wir den jetzt als nächstes hinsetzen. Ne? Ich habe eine Idee, die wir ungefähr auch so durchführen können. Wir gehen erstmal hier ganz nach oben. Wie sieht es hier oben eigentlich aus? Ach, schaut euch das mal an. Es sieht genauso aus, wie ich mir das gedacht habe. So eine kleine Dachterrasse. Jetzt wäre, wenn wir dann Dach aktivieren, haben wir hier sogar eine Rutsche. Dann können wir hier oben hingehen, können wir hier drüber klettern und dann hui, rutschen wir runter und dann fliegen wir entweder in den Tod oder ins Wasser. Also das steht noch aus. Eins von beiden auf jeden Fall. Sich gegenseitig verkloppen. Ich glaube, das soll noch kommen hinterher. Das sieht schon ganz schick aus. Hier oben könnten wir halt auch noch was reinsetzen. Zum Beispiel noch mal ein paar Zimmer. Oder so einen Kartografen. So einen Kartografieraum. Und hier könnten wir Handelskarawane. Ein Händler von Luxusgütern führt manchmal Schwerter aus Toledo und Damaskus, Mailänderrüstungen, ungewöhnliche mechanische Stücke, esoterische Zutaten und in butterweiches Pergament gebundene Bücher mit sich. Diese exklusiven und sorgfältig ausgewählten Gegenstände haben einen hohen Preis. Okay. Ich überlege gerade, ob wir dann vielleicht einfach hier hinten mal so eine Holzscheitel hochziehen. So. Dass wir das Ganze hier überdachen werden. Wisst ihr, was ich meine? Hier nochmal hoch, hier nochmal hoch. Weil hier, ja, doch, hier so eine Wand lang. Hier so eine Wand lang. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Das soll ja hinterher auch schön aussehen. No? Was nützt uns das sonst alles, wenn es nicht schön aussieht? So, dann setzen wir hier nochmal so eine kleine Wand rein. Ah, jetzt werden hier die Birken angepflanzt. Birke, du musst angepflanzt werden. Jetzt brauchen wir einen mit guter Redekunst, ne? Redekunst 14, 7, 4, 11, 6. Belrea, du redest mal mit dem. So, geh mal dahin. Und korrespondiere mal mit ihm. Ich wollte erst sagen, korpuliere mal mit ihm, aber korpulieren wäre vielleicht ein bisschen too much gewesen.
Naja, wer weiß. So, was hat er? Winterkleidung. Er hat gute Winterkleidung. Wir haben solide Winterkleidung. Wir haben solide Winterkleidung, die wir hier verkaufen können. Ziegen könnten wir den verkaufen. Asche? Na ja, gut, die will er nicht. Der will keine Menschenasche haben. Warum nicht? Wir haben noch ein paar Waffen, die wir nutzen können. Was hat er denn sonst noch? Lehrbuch, mechanische Komponente, Kräuter, Kartografietisch. Da müssen wir halt nicht bauen, ne? Und eine Kapuze. Eine Kapuze! Forschungstisch. Die baue ich selber. Honig, Basisforschungstisch, Goldmünze. Haben wir jetzt 8 Gold bekommen, oder? Haben wir jetzt 8 Gold bekommen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Wo sind denn unsere Waffen? Wir brauchen nämlich nochmal ein paar Waffen hier. Du kannst auch alle Kopfbedeckungen gerne mal ansetzen. Ihr dürft gerne alle Rüstung anziehen. Ihr dürft gerne alle Kopfbedeckung auch anziehen. Und du darfst natürlich auch gerne alle Schilde nehmen, wenn du möchtest. Aber hey, wir haben Gold. Ja, der hat ja nichts zu essen. Der tut nicht gut. Ramses, mach's gut. Schön, dass du da warst. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Die haben doch was zu essen. Die sollen halt auch mal, müssen sie halt mal essen hier. 10 Nahrung. Gegrilltes Fleisch, in Klammern Mensch. Ja, also... Ich bin ja auch nicht die Nanny, ne? Die kriegen das, was auf den Tisch kommt. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. So, dann gehen wir nochmal runter. Ich finde das jetzt hier auch ein Unding, der Krischitina auf einmal meint, aufsässig sein zu müssen, ne? Nur weil sie ein paar Menschen geschlachtet hat. Also, bitte. Sie hat die Menschen auseinandergenommen, ausgeweidet, feinfiletiert und dann hinterher gekocht. Jetzt mal bitte. Also, ja, man kann auch ein bisschen empfindlich sein, Krischi. Ja, man kann auch ein bisschen empfindlich sein. Ich hoffe, da bist du dir jetzt einmal bewusst drüber. Oh, Ranger, ich möchte bitte nicht diesen Schenkel zerschneiden. Das ist der von dem Freund von meiner Oma. Ja, da muss man halt auch mal, ne, muss man das Messer mal eng am Knochen ansetzen, damit man das letzte Fleisch auch nochmal wegbekommt. Und wenn du das hinterher in die Pfanne packst, ist es auch egal. In der Pfanne ist es dann genauso, ich glaube, das wird bestimmt nicht anders riechen, als wenn du ein Rinderfilet, vielleicht Schweinekotelett, vielleicht wie ein Schweinekotelett. Ich weiß nicht, wie gebratener Mensch riecht, aber ich denke, gebratener Mensch wird ungefähr so riechen, ne? Silveres Judentag. Genau, das Essen der Feinde macht einen auch stärker. Sorry, dass ich so überfindlich bin. Es tut mir sehr leid. Ja, siehst du? Die Hühnchen. Ja. Hühnchen ist nicht gerade mein Lieblingstier, aber ja. Was macht ihr bei uns im Keller? Geht ihr mal bitte raus aus unserem Keller? Wir haben 28 Tage bislang überlebt. Fleisch ist Fleisch, außer wenn es früher lesen und schreiben konnte. Kann der Stream dafür gebannt werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wir werden einmal die hier abholzen. Holzer? Hubera? Morgen gibt es Blutpudding. Alles schmeckt nach Hühnchen, außer Hühnchen, das schmeckt nach Fisch. Ja, mit Maggi schmeckt alles nach Maggi. Aber hier hinten hat noch keiner was angefangen, ne? Aber eben nicht mehr ein Mensch. Seid furchtbar.
Ihr seid furchtbar. Ich bin der Schlimme, weil wir hier Menschen essen? Nee, 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 ihr seid die Furchtbaren. Ich sorge nur fürs Überleben bei unseren Leuten. Ich sorge nur fürs Überleben. So, die beackern hier schon wieder. Ich wollte gerade sagen, die beackern die Oma. Werborix, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Komm, wir schalten uns das auch noch frei. Warum denn nicht? Was soll der Geiz? Wir könnten noch mal so eine Forschungsinstitut hinterher machen. Ne? Ins Institut könnten wir damit gehen. Ins Institut. Was tut denn die Insti? Das wissen wir alle nicht. Aber die Insti tut was. Versteht ihr? Insti tut. Tut Insti was? Was tut Insti? Insti tut Dinge. Hilfe. Ich helfe euch nicht. Ihr seid alle auf euch alleine gestellt. So. Aber ich glaube, dass wir uns am Ende befinden, liebe Leute.